Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Vena. Heute mit vier Personen. Und wir werden sie alle so abwechselnd vorstellen. Das wird ja auch ein neuer Running Gag dieses Podcasts, dass wir das nicht so, also wir haben weder einen Jingle, noch stellen wir das alles irgendwie richtig und ordentlich vor. Aber wir geben uns Mühe. Stets bemüht steht dann im Praktikumszeugnis. Neben mir sitzt Mitnamensgeber, Mitgründer und Vorstandsmitglied dieses Podcasts Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo. Ulrich ist Strafverteidiger in Berlin. Aber du arbeitest auch, dürftest du auch in anderen europäischen Ländern Strafverteidiger sein oder nur in Deutschland? Ich darf das überall. So, und jetzt haben wir hier schon kein Studiopublikum, ja, so wie bei einer amerikanischen Sitcom. Oder das wäre aber eigentlich auch ganz geil, oder? Meinst du, Ulrich, wir sollten diesen Podcast hier mit Studiopublikum aufnehmen? Ja, jedenfalls mit so einer Taste, wo wir uns Applaus geben können. Ne? Eine Applaustaste, von der wir aber behaupten, das sei echtes Studiopublikum. Ja, bei uns sind noch Annika Brockschmidt. Hallo Annika. Guten Tag. Annika ist keine Strafverteidigerin, nee. Aber Annika ist Journalistin. Unter anderem, Konkurrenz wäre jetzt zu weit gesprochen, da würde man das ZDF zu wichtig machen. Aber du arbeitest auch beim ZDF. Genau. Als und freie Journalistin, ne? Genau, und schreibe für alles, was mich so schreiben lässt. Ja, die Zeit war das noch? Genau, und Tagesspiegel. Und PM, ne? Nee, war das nicht PM, das war Zeithistory, hast du irgendwas geschrieben? Zeitgeschichte, genau, ja. Und du bist von Haus aus Historikerin? Genau. Von Haus aus, ist das so eine deutsche Formulierung? Ich glaube schon. Es ist ganz wichtig, glaube ich, was man von Haus aus Von ist. Haus aus, ja. Ja. Denn ist gar nicht die Frage, ob du was kannst, sondern nee. Was du bist. Was du bist. So. Ja, da würde ich aus gegebenem Anlass kurz das ZDF lobend reingrätschen, die sich entschlossen haben, also so schwierig ist es vielleicht gar nicht, aber ein NPD-Wahlspot, nicht Wahlsport, nicht zu zeigen. Offenbar sind sie zum Ergebnis gekommen, dass der volksverhetzend sei. Das ist toll, dass man sich im Jahre 2019, man freut sich über die kleinen Dinge. Ja. Immerhin. So, ne? Immerhin noch nicht ganz nazifiziert alles. So, und bei uns sitzt auch zum ersten, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal. Mal sehen, ob wir es hinkriegen, sie so dermaßen zu vergraulen, dass sie noch während der Sendung die Polizei rufen muss. Oder so ein Alice Weidel-Abgang. Was? Wenn die Tür einmal zuschlägt, dann wisst ihr Bescheid, was passiert. Genau. Mikro abreißen, aufstampfen und... Ja, Antonia Göhren. Hallo. Antonia, du bist Politikwissenschaftlerin, angehende. Angehende, ja. Genau, und studierst am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Im Vorgespräch wurde mir gesagt, wie ich diese Universität nicht nennen darf. Ich werde nicht sagen, wie ich sie nicht nennen darf, aber die Freie Universität Berlin, dieses Otto-Suhr-Institut ist ziemlich renommiert eigentlich, ne? Sagt man so, ja. Sagt man gerne und viel. Ja, siehst du, don't hide it, provide it. Kann man sich, weißt du schon, worüber du deine Bachelorarbeit machen willst? Ich habe jetzt viel gemacht, so politische Soziologie, das gar nicht mal so am Otto-Suhr-Institut so hochgehalten wird, habe ich das Gefühl. Also das ist ja viel mit Ideengeschichte und politische Theorie, was auch interessant ist, aber so Wahlkampfstudien finde ich spannend. Ich habe jetzt so zu direkter Demokratie Sachen gemacht, aber ich bin noch nicht festgelegt, also noch finde ich alles. Okay, alles und danach auch noch Master am Otto-Suhr-Institut? Oder? Wenn sie mich nehmen, ja. Man wird da nicht automatisch irgendwie Leider übernommen. Leider nicht, aber... Ist das irgendwie an den Schnitt gekoppelt auch, oder? Ich denke mal. Also ich erinnere mich, in Heidelberg war es, glaube ich, so, wenn du deinen Bachelor da gemacht hast in Geschichte, wenn dann dein Bachelor-Schnitt besser war als 2.0, haben sie dir automatisch einen Masterplatz. Oh, da kommt es noch rein, glaube ich. Aber ja. ich weiß von nichts bei der FU. Ich muss zugeben, ich habe mich da auch noch nicht so informiert. Aber ist auch erst im Jahr, also alles entspannt. Also nach dem juristischen ersten Staatsexamen kann man eigentlich typischerweise das zweite machen. Danke für diesen Hinweis, den ich zwar nicht verstanden habe, aber der für alle Leute, die gerne ein juristisches Staatsexamen machen wollen und uns Vielleicht schwenke ich noch oben.
Ich musste über meine Frustration, dass als ich angefangen habe zu studieren, es noch gar keinen Bachelor gab. Ja, aber das ist doch dann LLM, oder? So halt nee, nicht? Was ist das? Was ist die LLM? Variante des Jura-Masters, der aber nicht so zählt wie der Master im Allgemeinen, oder? Das ist ein Jura-Master, der sozusagen aber neben der juristischen Qualifikation in Deutschland daneben herläuft. Der hat also mit der nicht ersetzen, Berufsqualifikation, ne? Ja. Nichts zu tun und ist eine Zusatzqualifikation. So was wie ein MBA quasi. MBA. Okay, damit wir jetzt ja, nochmal... Das tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so viel... Wir machen weiter. Also ein Kennzeichen dieses Podcasts ist, dass er manchmal so ein bisschen ausfranst. Aber selbst wenn wir ausfransen, sind wir unglaublich gut dabei. Ein weiterer Markenkern dieses Podcasts ist unsere unglaubliche Bescheidenheit, aber auch unsere Kritikfähigkeit. Bevor wir dazu kommen, haben wir ein ganz, ganz klassisches Installment in diesem Podcast, in dem Ulrich ganz kurz erklärt, was wir hier machen. Oh, ja. Ja. Und für die Leute, die das nicht mögen, ihr könnt dann in den Kapitelmarken schon vorspulen. Ihr werdet dann aber trotzdem noch den Hinweis von mir hören, wie man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann. Also die Werbung kriegt ihr nicht weggeklickt. Ulrich, ja, was machen wir hier? Ja, gute Frage, ganz überraschend. Was wir heute machen, wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, weil wir ja heute zum ersten Mal zu viert sind. Wir wissen aber, wie wir es machen und in welchem Ziel wir das machen. Das Ziel ist wie stets das Gleiche, nämlich nach dem ganzen Wahnsinn, den so eine Woche produziert und vor allem angesichts der Tatsache, dass eine Woche viele Dinge produziert, die man entweder nicht so stehen lassen kann oder die man unbedingt nochmal nicht so durchwinken kann, müssen wir diese Dinge reaktivieren, um sie dann im Rahmen des Gesprächs, des offenen Diskurses zu verarbeiten. Damit möchten wir jedenfalls für uns und für andere und für uns einen Beitrag dazu geben, diesen wahnsinnigen Alltag zu bewältigen und zum Beispiel bei Dingen wie der sogenannten Mitte-Studie einmal zu schauen, ob sie denn wirklich die Aussage trifft, die, wenn man sich nicht nochmal damit befasst, allerorten hängen geblieben ist. Und so betreiben wir das. Wir möchten dabei auf das Grundprinzip zurückgreifen, dass wir uns auch die Fakten anschauen, bevor wir sie bewerten. Vor allen Dingen erst die Fakten und dann die Meinung. Manchmal kriegen wir es hin, manchmal kriegen wir es nicht hin. Das Ziel ist jedenfalls diese Trennung weiterhin, die in verschiedenen Wissenschaften, von den Naturwissenschaften bis zu den Rechtswissenschaften, wenn man auf Wissenschaft steht und es nicht gänzlich ablehnt, wie zum Beispiel Christian Lindner, der es, glaube ich, ablehnt, oder weiß man nicht so genau. Ja, warum lehnt der Wissenschaft ab? Nee, umgekehrt. Also Wissenschaft lehnt ihn ab. Die Wissenschaft lehnt ihn ab. Und das ist aber gemein. Nein, ich komme noch mal kurz darauf zurück, auf dieses Grundprinzip, das sich quer durch die Wissenschaften zieht. Ich bin zu früh losgegangen auf Christian Lindner. Das war sozusagen Reflex. Lindner Präkox oder sowas. Bash Präkox. Habe mich selber dazu auch noch aus der Konzentration geschossen. Nein, ein durchgehendes Merkmal von Ansätzen, die sich in systematischer Weise mit dem Leben befassen, ist es eben Meinung und Tatsache, Faktum und Meinung und Bewertung voneinander zu trennen. Und das tut häufig sehr gut. Wir wollen das jedenfalls, wenn wir es auch nicht immer durchhalten und zu früh losgehen, wollen wir das jedenfalls als Grundprinzip beibehalten. Ja, früher hieß das faktenbasiertes Aufregen. Das machen wir gar nicht mehr so sehr, uns aufregen, sondern es geht hier tatsächlich um Alltagsbewältigung. Und weil wir früher noch rein männlich zu zweit gepodcastet haben, holen wir uns jetzt auch vor allen Dingen Frauen dazu, um dort eine andere Perspektive reinzubekommen, was mich direkt quasi zu dem ersten Metathema bringt, was ich aber nochmal tatsächlich diskutieren wollte, weil ich es ganz interessant fand und natürlich auch die anwesenden Frauen herzlich dazu einlade.
diese Frage, die in den Kommentaren aufgeworfen wurde, ob das quasi ein Feigenblatt ist von uns beiden, lieber Ulrich, wenn wir in den Podcasten, wo keine Frauen teilnehmen, ständig darauf verweisen, dass jetzt eigentlich eine Frau teilnehmen müsste, so nach dem Motto, wir meinen das gar nicht ernst, sondern ironisch. Da kann ich für mich nur sagen, nein, wir meinen das tatsächlich ernst. Ich glaube, wir sind an der Stelle dann tatsächlich sehr kritisch und es ist uns einfach wirklich sehr, sehr unangenehm, dass uns beiden bewusst ist, dass wir halt unsere rein männliche Perspektive hier reinbringen. Und dann benennen wir es halt. POP, Perspektive ohne Penis. Genau. Pop. Nein, aber ich finde, das ist wirklich nochmal wichtig, oder mir zumindest ist es ein Anliegen, das nochmal klarzustellen, dass wir das jetzt nicht sagen, weil wir irgendwie gemerkt haben, ah cool, wenn Marvel Filme mit einer weiblichen Hauptdarstellerin macht, dann haben die auch sehr viel Erfolg, deswegen wäre es ja mal cool, auch noch eine Frau dabei zu haben, sondern einfach tatsächlich dieses Perspektivending. Ja. Machen wir noch eine Alibi-Frau? Wen kann man dann nehmen? Ja, kennst du eine? Wir brauchen noch eine. Ja. Und dann bist du auf einmal also Europa. Weißt du, und dann rennst du durch den Edeka kurz vor der Aufnahme und weißt nicht, wo sollst du die hernehmen. Ja. So wie mein Strohgeschäftsführer früher am Bahnhof Zoo gefunden hat. Ja. Ne? Oh, mal hier, 500 Euro, möchtest du Geschäftsführer machen? Ja, klar, was muss ich wissen? Nix. Also die 500 Euro sind das Erste, was ich höre, muss ich hier ganz offiziell mal sagen. Ja, 500 Euro gibt es ja auch aber ja, die gibt es versprochen. Die gibt es versprochen. Ja, also ich kann auch sagen, ich empfinde das tatsächlich, das einzige so etwas ambivalente Gefühl, warum ich das sage, ist, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe, wenn wir es nicht machen. Ja, genau. Aber also ich finde das und hoffe, dass es letztlich, dass es auch selbstverständlich ist, womit ich wiederum umgekehrt nicht sagen will, dass ich nicht auch weiterhin zwei Männer unterhalten dürfen. Aber sie sollten sich dessen bewusst sein, dass sie verboten. Dass sie, ja, siehst du, da fängt es schon an. Da fängt schon das an. Ist, Meinungsdiktat. Als Mann das ist, darf man heutzutage gar nichts mehr. Das ist ein, nee. Ja, das ist ein doch ganz erheblichen Teil, einen erheblichen Teil der Perspektive ausblendet. Das ist ja auch gerade das Ziel, die Dinge von verschiedenen Seiten zu beleuchten, statt sich einfach nur darüber aufzuregen. Und ja, also ich meine das ernst, sagen wir mal so. Aber das wäre jetzt meine Frage an Antonia. Entschuldigung, dass ich dich da jetzt so herausnehme. Du bist hier in dieser Runde die Jüngste. Was? Nix. Was hast du gerade gesagt? Ach so, ja, genau. Aber ist das jung nehmen das Ruder in die Hand? Genau, die Jungen nehmen das Ruder in die Hand. Ich frage mich tatsächlich, ist es in deiner Generation, ist es da schon, wobei du bist wahrscheinlich nach irgendwelchen Definitionen, bist du auch noch Millennial, ne? Ja. Das heißt, wir sind eigentlich in derselben Generation. Das sind allerdings. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, genau, ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, wir sind 10 Jahre auseinander. Ist das denn bei den heutzutage 24, 25-Jährigen, ist da irgendwas merklich anders? Hast du das Gefühl, dass da die, weiß ich, Frauenbewegung, der Feminismus schon irgendwas bewirkt hat? Oder ist es noch genauso scheiße wie bei uns oder den älteren Leuten? Also ich frage mich zum Beispiel immer, ob es einfach, dass ich diese Diskussion so in der WG-Küche mit Leuten habe, einfach weil wir jünger sind und ihr vielleicht, oder Leute, sag ruhig ihr, sag ruhig ihr. Danke, geht. Diese Diskussion ja vielleicht auch mal geführt haben, nur dass man irgendwann vielleicht weniger radikal in seinen... Welche Diskussion meinst du konkret? Feminismus-Diskussion. Also ich hatte zum Beispiel letztens eine längere Diskussion darüber, ob Männer die Verantwortung haben, in Clubs sexistisches Verhalten anzusprechen und zum Beispiel unter ihren Freunden zu sagen, hör mal auf mit der Scheiße und nimm dich mal zurück. Und ich möchte jetzt niemanden rauspicken, der vielleicht weiß, worum es da ging. Aber es wurde nicht so gesehen in dieser Diskussion, dass Männer diese Verantwortung haben. Und solche Diskussionen habe ich dann mal. Und wenn ich dann sowas mit meinen Eltern diskutiere oder das Thema aufkommt, dann habe ich das Gefühl, ist da so eine, entweder da wurde früher schon nicht drüber geredet und es hat sich einfach verändert, oder ihre Positionen sind einfach so ein bisschen abgeschwächter geworden und man denkt, naja, so ist die Welt halt. Und das haben vielleicht Leute in meinem Alter noch nicht so akzeptiert, dass es so ist. Aber hast du das Gefühl, ihr, wenn du ihr sagst, sage ich jetzt auch ihr seid da irgendwie radikaler? Oder?
Also ich stoße auf Leute, die sind absolut gar nicht radikal. Also man kann ja nie so eine Gruppe irgendwie homogen betrachten. Schade, ist aber jetzt sehr ungünstig. Ich habe Leute, ich meine, ich bin in einem Studiengang, wo viele Leute irgendwie radikale Ansichten haben, glaube ich. Und da gibt es ganz andere Sachen, wo Leute überhaupt nicht kritisch sind. Und dann guckt man sich sowas wie Fridays for Future an und denkt, ja, krass, das ist halt eine ganze Generation, die wirklich voll viel macht und sicherlich irgendwie die Welt verbessern möchte. Aber dann geht man woanders hin und trifft Leute und merkt, ui, also da ist irgendwie die Berliner Bubble vielleicht auch irgendwie noch nicht so weit gegangen und hier redet man noch über ganz andere Themen und dann wird über gendergerechte Sprache ist gar kein Thema und ist total beschissen und also ich treffe da auf beide Seiten so. Also für mich tendenziell hört sich das ja so an, okay, noch immer genau dieselben Probleme und noch immer genauso wenig Fortschritt wie bei uns oder noch älteren Leuten. Ja. Also ist jetzt keine Kritik an dir, ne? Aber will damit irgendwie nur sagen, ich meine, es ist vielleicht eine Nullerkenntnis, aber für mich ist das nochmal eine interessante Erkenntnis. Die Probleme bleiben eigentlich immer dieselben. Den Eindruck bekommt man ja auch, wenn man diesem Twitter-Account Tagesschau von vor 20 Jahren folgt und man dann immer das Gefühl sehr hat, deprimierend. Man ist in so einer Zeitschleife. Ja, Horst Seehofer hat auch schon vor 20 Jahren rassistische Scheiße gesagt und so. Ja. Aber finde ich sehr bemerkenswert. Man findet sich vielleicht irgendwann damit ab. Vielleicht sage ich in 20 Jahren, ach ja, als ich da mit 24 in meiner Berliner WG saß, fand ich die Welt auch irgendwie ganz schrecklich und wollte alles ändern und jetzt... So ist es halt, ne? Es ist halt wir so. Haben 50 Grad Sommer. Ja, also ich hätte jetzt Blumen im Eisbunker. In meiner Eistonne. Das Wasser bis zum Hals, klar. Und also ich hätte jetzt auch gehofft und tatsächlich sogar gedacht, dass das irgendwie selbstverständlicher ist, die Offenheit für Diskussionen, die sich jetzt um die Rolle von Mann und Frau drehen. Nun hast du wahrscheinlich, ist deine WG-Küche nicht vollständig repräsentativ für die Bundesrepublik Deutschland. Aber also ich hätte ja aus Unwissenheit oder weshalb auch immer irgendwie gehofft, dass da so die Aussage ist, ja, also das, da wird diskutiert, aber das regelt sich immer irgendwie relativ zügig und befriedigend und zufriedenstellend inhaltlich. Das ist immer noch so, ist das der eine sagt, nö, muss ich nicht machen, der andere sagt, nö, warum denn? Vor allem. Naja, also. Kommt auf die Themen drauf ja, an. Ja, ne? Aber ich finde, was mir immer wieder auffällt, ist, dass bestimmte Dinge, von denen man irgendwie so, wenn man sich halt so in seiner Blase bewegt, von denen man generell ausgeht, dass Leute sie wissen, zum Beispiel, dass wenn irgendwo steht, bei gleicher Qualifikation werden, weiß ich, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung bevorzugt eingestellt, dass dann irgendwie es doch recht viele Leute gibt und auch, ich hatte auch Diskussionen in meinem Umfeld mit Leuten, wo ich dachte, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, die offensichtlich diesen ersten Teil des Satzes nicht lesen. Dieses bei gleicher Qualifikation und so, oh, was hat die denn gemacht, außer dass sie keinen Penis hat? Und dann zu erklären, naja, also wenn die beide dasselbe können, weißt du, und in dem Vorstand sitzen nun mal schon, weiß ich nicht, 10 Männer. 5 Thomasse. Ja, dann stellen wir vielleicht nicht noch den zweiten Andreas ein, sondern dann vielleicht mal eine Frau. Und das, selbst das dann, also das dann erstens erstmal auf, ach so, ist das echt so? Ja, das muss ich vielleicht nochmal nachschlagen. Das ist so das Erste. Ja, vor allem, dass man es nicht glaubt, wenn man es gesagt kriegt. Ne? Sondern genau, man muss es, weil es ist so, ja, du bist jetzt aber auch, also wird dann nicht gesagt, du bist jetzt aber auch eine Frau, die mir das hier sagt. Ne? Das ist so, das ist sowieso schon mal verdächtig. Und dann aber im zweiten Schritt, naja, selbst wenn das so ist, aber so ein bisschen unfair ist es schon. Ne? Mhm. Und man sich dann so denkt, Du hattest ich kann so ja nichts dafür für die Diskriminierung. Du hattest gerade so scharf eingeatmet. Was ging dir durch den Kopf? Ich hatte mal eine Diskussion bei einer Veranstaltung von der Zeit, war das. Da war eine, ich glaube, es war eine Politikerin von den Grünen, die auch über so Frauenquote und sowas geredet hat. Und da saß ein Mann da und meinte so, naja, ich kann Frauen verstehen, wenn ein Mann dann die Stelle nicht bekommt, weil er halt ein Mann ist, dass der das auch unfair findet. Und ich saß da und dachte so... Ja, siehst du mal, wie das ist, ja. Also nicht, dass ich jetzt persönlich irgendwie schon mal das erlebt habe, dass ich einen Job nicht bekommen habe, aber es ist schon... Du bist ja auch eine Frau. Ist ja kein Wunder. Kriegst du ja sowieso nicht. Ja, Mitrechtheit, System.
Aber es ist schon erstaunlich, es war ein junger Mensch, es war eine Veranstaltung für einen Menschen von 20 bis 29, erst mal unter 30 und hat solche Ansichten und traut sich die dann auch laut in so einem Forum zu sagen. Ne? Mit einem Selbstbewusstsein ist das immer wieder erstaunlich. Ich glaube, was das Problem an der Stelle ist, ist halt tatsächlich, dass wenn du natürlich in einem gesellschaftlichen System aufwächst, wo es nicht mehr um Solidarität geht, sondern jeder gegen jeden, und Individualisierung und meiner Generation geht es zwar schlechter als der Generation davor, aber mir geht es darum, dass es mir wenigstens besser geht als dem Durchschnitt in meiner Kohorte, desto bei solchen Gegebenheiten natürlich ganz schnell, ganz aggressiv auf sowas wie Quoten und so reagierst, womit ich das nicht rechtfertigen will, aber einfach nur erkläre, wie da quasi systematisch gesellschaftlich der Druck erzeugt wird und man das nicht sieht. Aber um auf die Ausgangsfrage oder Ausgangssituation nochmal zurückzukommen, wo ich also Antonia dich gefragt hatte, naja, was habt ihr dafür so für Diskussionen? Wenn der Opa jetzt was vom Krieg erzählen darf, ich kann einfach nur empfehlen, wirklich unnachgiebiger und radikaler die eigenen Positionen einzufordern und dafür zu kämpfen, siehe Fridays for Future und so, weil ich mache den Scheiß ja jetzt, also zumindest auch auf politischer Ebene, jetzt auch schon seit 10 Jahren mit und ich kann einfach nur sagen, wenn man es nicht selber macht, dann kommt halt auch echt leider niemand und sagt, ah, super, Frauen, ihr wollt mehr Mitspracherecht und so, bitte habt ihr hier oder irgendwie so, Migrationsquote, ja, ganz tolle Idee. Nee, ist alles Pustekuchen. Das System ist da sehr unnachgiebig, da muss man sehr draufhauen. Selbstregulierung war ja hier auch häufiger mal ein Thema. Selbstregulierung in größeren Einheiten sind wir immer zum Ergebnis gekommen, funktioniert nicht. Ja. Also von der katholischen Kirche bis zur Bundeswehr, also was ja nun auch klassische Einheiten, die man noch immer als etwas männlich geprägt einordnen darf, bei der katholischen Kirche ist es ja auch noch recht stabil. Die Selbstregulierung oder die Selbstverpflichtung, CO2, Selbstverpflichtung, Elektro, das funktioniert alles nicht. Und nicht alles, was umgekehrt wiederum eine motivierte Verpflichtung ist, ist gleich eine Freiheitseinschränkung. So soll das, ne? Also wo wird die Freiheit eingeschränkt, wenn bestimmte Dinge gesteuert, gefördert werden? So. Und es ist ja sowieso nochmal, was ja immer ganz gerne gesagt wird und was ich auch immer ein schönes Bild finde, ist, dass wenn Privilegien einer privilegierten Gruppe, die es gewohnt ist, privilegiert zu sein, wenn Privilegien ihnen zumindest auch nur in Teilen aberkannt werden, fühlt sich das natürlich immer wie Benachteiligung an. Das finde ich ist nochmal ein ganz, ganz schönes, das bringt das so ein bisschen auf Normal Null zurück und erklärt halt so dieses, ja klar, wäre ich dann traurig, wenn ich den Job nicht kriege. Wo man nur sagen kann, ja. Und damit wirst du dich dann auseinandersetzen müssen. Ja. So ist das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, solche Gefühle sind mir auch nicht fremd, ja, auf der emotionalen Ebene. Wer hätte das gedacht? Gefühle auf der emotionalen Ebene. Das emotionale Gefühle. Aber ich denke mir dann halt immer so, ja gut, Christopher, jetzt bezahlst du den Preis für 300.000 Jahre Patriarchat, ne? Hast du halt Pech. Gleichzeitig lebe ich in einer Zeit, wo man so Krankheiten wie Masern bekämpfen kann, was wiederum ganz gut ist. Bevor das jetzt hier zerfranst und ich ja ein bisschen darauf achten muss, dass wir heute hier zumindest noch irgendwas besprechen, wo die Leute dann das Gefühl haben beim Hören, wow, hier wurde irgendwas besprochen, weise ich noch mal ganz kurz darauf hin, wenn ihr diesen Podcast mögt und gerne hört, im Blogbeitrag dazu sind Methoden genannt, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Ulrich und ich haben das ja schon mehrmals angekündigt. Wir wollen perspektivisch, würden wir auch sowas wie das Fox News für gute Nachrichten machen. Also gut im Sinne von gut recherchiert und bearbeitet. Aber das geht noch nicht. Und warum geht das nicht? Weil eure Zahlungsmoral sich leider noch ein bisschen in Grenzen hält. Das könnt ihr aber ändern. Es ist sowohl eine Kontonummer angegeben, wo ihr einen Dauerauftrag einrichten könnt, als auch ein PayPal-Link. Ich habe gemerkt, einige von euch finden es total geil, einfach über PayPal Geld rüberzuschieben. Kann ich auch gut mitleben. Ihr könnt diesen Podcast jetzt pausieren, ja, jetzt Geld bezahlen
und dann mit einem guten Gewissen weiterhören. Dann kämen wir auch direkt zum ersten Thema. Wir wollten, jetzt habe ich vergessen, in welcher Reihenfolge wir das machen wollten. Ihr seht, top organisiert. Europawahl oder Mittelstudie? Ich glaube, erst Europawahl. Europa, ne? Zuerst. Ja, wir hatten gesagt. Europe first. Ja, dann Ulrich, take it away. Ja, ich erinnere mich, dass wir zu einem früheren, sehr frühen Podcast hatten wir mal die Parole ausgegeben, Sexify Europe. Ja. Und wir das ist können, schon fast ein Jahr her. Wir können und müssen konstatieren, in diese Richtung ist nichts geschehen. Ja, also sowohl, aber sowohl von uns als auch vom Rest der Welt. Ja, richtig. Wir haben nicht alleine versagt. Ja. Warum Europawahl? Erstens, wir haben es in der letzten Woche gesagt. Zweitens, in einem Monat, in ziemlich genau einem Monat, ist die Europawahl zu Ende. Also heute in einem Monat werden wir wissen, wie die Europawahl ausgegangen ist. Nämlich also wir werden das dann schon 12 Stunden etwa wissen. Wie viel auch immer. Jedenfalls zwischen dem 23. und 26. Mai wird das Europäische Parlament gewählt von den Bürgern der Europäischen Union. Heute ist eröffnet worden, hieß es, der Wahlkampf der CDU-CSU, der Europawahlkampf der CDU-CSU. Das sind alles Fakten, die beeindrucken. Und dann stellt sich jetzt die Frage, wir hatten die Wahlplakate beim letzten Mal schon mal angesprochen und es stellt sich die Frage, warum und was soll man denn eigentlich wählen bei dieser Europawahl? Und da wird es dann relativ schwierig, schon ziemlich schnell. Ich habe versucht, mir auf zwei Methoden darüber klar zu werden, warum und was man denn wählen sollte. Also das Warum ist so ein amorphes Gefühl, dass es ja irgendwie Europa gut ist, Europa ist gut bei vielen, herrscht dieses Gefühl vor. Bei vielen anderen wahrscheinlich das Gefühl, Europa ist ganz schlecht. So, das ist noch nicht sonderlich differenziert und auch gar nicht so richtig faktenbasiert. Dann habe ich gedacht, dann versuche ich doch mal als Möglichkeit den Wahlomaten anzuschmeißen. Den gibt es aber erst ab 3. Mai. Ab 3. Mai mittags, genauer gesagt, wird die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahlomat zur Verfügung stellen für die Europawahl. Ich empfehle das sehr. Und dann habe ich mich auf die mühsame Strecke begeben, mir einmal die Wahlprogramme anzusehen. Wobei ich sagen muss, ansehen ist die Bezeichnung dessen, was ich damit gemacht habe. Ich habe sie also nicht durchgearbeitet. Habe aber schon, vielleicht kriegen wir das demnächst auch nochmal vertieft. Ich habe einige interessante Aspekte dabei entdeckt, die ich gerne zügig teilen möchte bei den Wahlprogrammen der Parteien CDU, CSU, Grüne, SPD, FDP und Linke. Vielleicht einige ganz grobe Daten der rein quantitativen Betrachtung. Diese Programme haben zwischen 26 Seiten und 197 Seiten. Wer was? So ein Ratespiel machen? Mit der Frage. Komm, wir machen ein Ratespiel. Rate doch mal. Antonia möchte raten. Also wer hat, Antonia, dann rate doch mal. Okay, also welche Parteien waren es jetzt alle? CDU, SPD, CDU, CSU. Also das erste gemeinsame Wahlprogramm der beiden Schwesterparteien. Wahnsinn. Im Jahr 2019. Revolution is coming. Also CDU, ja. CSU, SPD, Grüne und Linke. FDP und Linke. Jetzt muss Antonia raten, welches davon 26 Seiten hat. Du kannst auch raten, welches 197 hat. Oh je, jetzt habe ich mir was eingebrockt. Ich glaube, 26 Seiten haben die Grünen und 100, was war es, 96? 97. Entschuldigung, ist aber, glaube ich, nicht so relevant. 97. Oh mein Gott. Die eine Seite möchte ich Ihnen nicht wegnehmen. CDU, CSU, wenn die sich zusammengetan haben. Darf ich auch mal raten? Also ich würde fast sagen, nein, weil... Weil ich richtig war. Weil du... Das wollte ich vorhin mit radikal einfordern, Antonia. Nee, okay, dann ratet erst mal. Ich würde sagen, als noch SPD-Mitglied würde ich sagen, ja klar, die SPD hat natürlich die 197 Seiten geschrieben. Und zwar
ohne das jemals gesehen oder mich damit beschäftigt zu haben, aber das ist ja auch so eine Kernkompetenz von Männern, ohne Ahnung von etwas zu haben, sehr überzeugt von Dingen zu sprechen. 197 Seiten Micromanagement. So, wir möchten die nordirische Fischfangquote an die mit der europäischen Fischfangnorm harmonisieren, um mit Island ein gemeinsames baltisches Fischfangabkommen zu schließen, in denen auch die Bruttoregistertonnen der japanischen Handelsflotte einbezogen und der Mindestlohn werden. Der Färöerinseln anwendet, ja, findet. Nee. Ist, glaube ich, ungefähr deutlich geworden. Ja, ja, Annika, you're educated. Und 26 Seiten FDP. Sehr schön. Ich sage, die 197 Seiten sind von den Grünen und das Mini-Programm FDP. Ja, dann löse ich auf. Jetzt wäre ein Jingle schön. Ja, ja, also alles falsch. Annika am richtigsten, aber am schönsten falsch, Antonia. Weil Antonia genau umgekehrt. Und das ist eigentlich das Schönste, finde ich, das signifikanteste falsche Ergebnis. Das ist wahrscheinlich Anfängerglück. Das erste Mal hier gleich das geilste falsche Ergebnis rausgehauen. Und ich verliere immer. Weil also 26 Seiten, ja, die Schwesterparteien, 197 Seiten die Grünen. Ganz, ja, interessant. Der Preis, die Oscar, für das absolut liebloseste Wahlprogramm. Nein, gar nicht mal. Das ist eigentlich ein sehr schönes, da wird einem ein sehr schönes soziales Lagerfeuerchen. Das, ah, da. Das ist so eine schöne rote Tonne, in der also gute Materialien brennen. Ja. Allerdings auch ein bisschen Braunkohle wahrscheinlich. Sehr bisschen Braunkohle. Das liebloseste Programm tatsächlich die FDP. Bei dem, was ich gefunden habe, die Bundeszentrale für politische Bildung, vor allem ihre Zweigstelle Baden-Württemberg, betreibt eine sehr schöne Webseite, die diese ganzen Programme verlinkt hat. Die muss man sich dann nicht mühsam da aus dem... Über das Google, ist ja alles noch Neuland suchen, sondern kriegt man da direkt verlinkt. Und da ist verlinkt das FDP, die haben sich noch nicht mal ein Deckblatt gegeben. Oh, ne? Da steht drüber hart. Beschluss. Das ist von deren europarelevanten Parteitag, haben die einfach den Beschluss genommen, ja, in dem dann steht, was die alles machen wollen und kein Inhaltsverzeichnis. Ne? Oh. Das ist nicht lesbar, das Ding. Ne? Da kommt dann alle paar Absätze, kommt eine neue Überschrift, ja, und du weißt nicht, wann das nächste Thema. Also du kannst es, ja, nicht querlesen. Also die Oscar fürs Liebloseste geht an die FDP. Ja, die SPD liegt rein quantitativ mit, ich glaube, so soliden fast 70 Seiten liegt die sehr gut. liegt die sehr gut, Quatsch, also liegt die halt. Und das Besondere an 76 Seiten, ich korrigiere. Das Besondere am, also das ist ein sehr, den Überschriften nach, sehr soziales Programm. Ich würde noch, weil ich mir, wie gesagt, das nur sehr quer gelesen habe und rein quantitativ betrachtet habe, die 26 Seiten der Christlich-Demokratischen und der Christlich-Sozialen Union, der Schwesterparteien, die zeichnen sich durch ein sehr schönes Deckblatt aus. Das fängt allerdings mit dem Wort an, mit dem Slogan, der auch die hiesigen Plakate sehr stark prägt. Unser Europa macht stark für Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Ich bin jetzt an ganz vielen Unser-Europa-Plakaten vorbeigekommen und frage mich immer, wer unser ist in diesem Prinzip. Und dann habe ich mir dieses Wahlplakat Berlin von Frau Bentele angeschaut. Wahrscheinlich eine Schwäbin, die in Prenzlberg wohnt. Das macht aber nichts. Wir sind dann ja toller. Dann habe ich mir das angeschaut. In der und da steht starkes Europa, gut für Berlin. So, und da weiß ich, also wenn ich das systematisch heranziehe zur Interpretation, weiß ich, unser Europa, das ist nicht das Europa, also das uns bezieht sich nicht auf uns Europäer.
Das bezieht sich auf einen ganz engen Kreis von Christdemokraten und oder Christsozialunionisten, keine Ahnung, wie die heißen. Christsozialisten. Christsozialisten. Machen wir uns nichts vor. Die Christsozialen nennt man die, glaube ich, immer. Christsozialen, ja. Das sind die Christsozialen. Weil Sozialisten, dafür wirst du ja an die Wand gestellt. Also Christsozialisten heißen die, glaube ich, eher nicht. Schade. Das sind die, ja, also dieses Unser, das meinen die. Meinen die damit nicht uns Deutsche? Wahrscheinlich, ne? Also besten, also das Weiteste, was sie meinen können, das bezeichnet so uns Deutsche. Unser Bier. Weil. Aber also. Unsere Autos. An Migration, das große Thema Migration ist also ausschließlich defensiv bearbeitet. Ne? So unser, im Sinne von unser Europa, das ist also das ganz viel, ist also der ganz durchgängige der Duktus. Schon in der vorangestellten Präambel, eine sogenannte Präambel, ist also immer unser Europa schafft Frieden, unser Europa bietet Sicherheit, unser Europa garantiert Wohlstand. Also in umgekehrter Reihenfolge Wohlstand, Sicherheit, Frieden. Also es ist immer unser Europa. Interessante hält zusammen. Gewichtung. Unser Europa schützt seine Werte. Ist also eine etwas ausgrenzende Sichtweise und eine defensive Festung Sichtweise. Europa. Bei der SPD im Schnellcheck, also im Schnellschnitt, die sind eigentlich die ganze Zeit komplett unterwegs mit sozialen Aspekten, europäischer Mindestlohn und ähnliches. Naja, und die Grünen, Schnellschnitt geht da nicht, weil, wie gesagt, 197 Seiten, die haben alles. Ja. Es ist eigentlich das. Ja, jetzt bin ich doch sehr stark in der Bewertung. Das grüne Programm, das liest sich am besten. Das ist auch a little something for everyone. Ja, vielleicht das nochmal, vielleicht dann noch, bevor ich mein Monologisieren einstelle. Es gibt dann von der Bertelsmann Stiftung, die hat festgestellt, dass die mit einer relativ hohen Wahlbeteiligung zu rechnen sein würde. Was? Dass bei der Entscheidung, wie trifft man die Entscheidung bei der Europawahl, seine Wahlentscheidung, ja. Dass da, ich finde es wahnsinnig, also Bertelsmann Studie, wie trifft man die? Und viele Europäer, laut Bertelsmann Studie, oder viele Wähler, möchten das zu einer Denkzettelwahl machen. Oh, goodie. Ich glaube eigentlich, dass es nur eine, also vor allem eine, ich könnte jetzt auch noch lange darüber reden, dieses Europäische Parlament, welche Fraktionen gibt es da eigentlich? Das gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, 10, 12, ne, von der EVP bis zur ALDE, die da rumlaufen, da weiß man jetzt auch nicht so genau, was die machen. Also man wüsste es, wenn man sich damit beschäftigen würde. Ja, aber wofür die stehen, das ist sehr schwierig, wenn du da die Konservativen oder die Sozialdemokraten / Sozialisten aus den 26 bis 27 Mitgliedstaaten, die da wählen werden, wenn die zusammenkommen. Macht Dings mit? Also es ist schon, ja, Dings muss ja mitmachen, wenn die es nicht schaffen. Oh, da habe ich neues eine juristische Thema, Frage. Where is Brexit? Ja. Juristische Frage. Und zwar hat der hier, wo wir gerade bei der EVP sind, ich muss ganz kurz fragen, sonst vergesse ich es. Ja. Hier, wie heißt der Weber, ne? Ja. Genau. Der Chefkandidat, der, wie haben wir sie jetzt genannt? Der Christsozialen, so. So, der hat sich, glaube ich, vor ein paar Tagen, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, Großbritannien soll nicht teilnehmen. Jetzt meine Frage an den designierten Juristen, geht es überhaupt? Weil ich dachte, das Problem ist, dass wenn die nicht teilnehmen, dass dann nichts mehr gilt, was da beschlossen wird. Oder ja. Hat Großbritannien quasi die juristische Möglichkeit zu sagen, wir verzichten großmütig, weil das dann geht auch, also nee, aber das wäre mir sehr neu. Ja, also ich kenne das Zitat nicht, wo Herr Weber gesagt hat, ich kenne jetzt nur seine Äußerung, dass er also alles tun wird, um Nord Stream 2 zu verhindern, wo man sich auch fragt, what the fuck, führt aber jetzt aufs Stöckchen. Es ist ganz einhellige Meinung, dass wenn ein Land
Mitglied der Europäischen Union ist und das zum Zeitpunkt der Wahlen zum Europaparlament ist und nicht erst zum Zeitpunkt, da sich das Europaparlament neu konstituiert, sondern maßgeblich der Zeitpunkt, wo zu dem gewählt wird, dann müssen die Bürger das Recht haben, mitzuwählen. Denn sonst, auch die Politologin nickt, dann, ja. Nee, weil ich hätte auch gesagt, dass es ja einfach eine Rechtseinschneidung ist. Ansonsten gefährde das. Zitat: Ein Land, das die EU verlassen will, sollte keinen maßgeblichen Anteil daran haben, die Zukunft der EU zu gestalten. Ja, sollte. Ja, ich glaube, ja, also, Manfred Weber wollte einfach ins Fernsehen und das ist ihm ja jetzt hiermit gelungen. Das ist ins Hörfernsehen. Ins Hörfernsehen. Und das ist, der macht deshalb auch dieser Hinweis oder meine Überlegung, mein Gedanke an Nordström 2, der bringt sich massiv ins Gespräch aktuell, versucht ja. Das, gelingt ihm auch. Also jetzt rein europarechtlich und auch wenn man das auf das nationale Recht mal transponiert, ist absolut zwingend, dass wer Mitglied ist, dessen Bürger auch wählen dürfen. Ansonsten ist die Gleichheit der Wahl gefährdet, verletzt. Der also Grundsatz. Kompletter also, Nonsens. Ja. Ja, also die Forderung ist das Beste, was man sagen könnte, nicht durchdacht. Also nicht zu Ende gedacht. Das ist schon sehr vernichtend. Das ist schon eine krasse Nummer, eine bohrvolle, ja, man müsste, voll in die man Tonne. Zumindest, man müsste zumindest eigentlich von einem seriösen Spitzenkandidaten einer deutschen oder europäischen Partei zumindest erwarten, dass er nicht solche Klopper raushaut. Also die so offensichtlich nicht funktionieren. Ja, so die Basics der Basics. Ja. Also das, ja, also dazu Großbritannien auch sehr interessanter Punkt, ja. Du wolltest noch über die Fraktion was sagen. Und Antonia hatte vorhin bei Denkzettelwahl so aufgestöhnt. Und das fände ich dann ganz gut für eine Frage, um da einzusteigen. Ja. Aber jetzt sag du noch also, mal kurz mit den Fraktionen. Ich wollte gerade sagen, wie schwierig das ist, eine sachlich fundierte Wahlentscheidung zu treffen, wie schwierig das zu sein scheint. Die Parteien geben wenig Hilfe. Ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich mehrfach mediatisiert ist. Das heißt also, man wählt in Europa eine feststehende Liste mit einer Stimme, by the way, eine einzige Stimme für eine feststehende Liste. Auf der Liste beeinflusst man auch gar nichts. Ausschließlich den Anteil der Abgeordneten einer Partei, die aus einem Land entsandt wird, den kann man beeinflussen. Man schickt da also eine Truppe in das Parlament, die sich integriert in eine neue Truppe, nämlich die Europäische Fraktion, zum Beispiel EVP. Und wie die sich dann positionieren, ist nicht so ohne weiteres vorhersehbar. Also man hat da nicht so sehr klare oder ganz deutliche Anhaltspunkte in einzelnen Sachfragen hat man nicht wirklich. Deshalb würde ich vorläufig sagen, man kann aber eine sehr grundlegende Unterscheidung treffen, nämlich proeuropäisch oder pronational. Und da laufen die Unionsparteien schon, wenngleich sie sich formal und dem Wortlaut nach zu Europa sehr deutlich bekennen, laufen sie in eine antieuropäische Richtung. Haben sich also schon von der AfD beeinflussen lassen. Ja. Und von, das habe ich natürlich nicht mehr angeguckt. Und der ÖVP und der FPÖ. Also da laufen die schon. Also ich denke, man sollte zum Kriterium machen, möchte ich Europa oder möchte ich es nicht. Ja. Und so. So, Antonia, du hattest bei Denkzettelwahl so aufgestöhnt. Ja, ich finde das immer wahnsinnig anstrengend, dass das immer so als Argument genannt wird, warum man zu einer Wahl geht oder dass das die Wahlentscheidung rechtfertigen soll. Und zum Beispiel Menschen, die in den USA Trump gewählt haben und sagen, das einfach nur aus Prinzip mache ich das jetzt und einfach nicht, dass das auch Konsequenzen hat
für andere Menschen, wer gewählt wird. Und ich glaube auch, dass es so ein sozialer Druck entsteht, dass man halt nicht sagen möchte, dass man bestimmte Parteien auch wählt, weil man das gut findet, was die machen, sondern dann sagt, ich wähle jetzt die AfD einfach nur, weil ich mal den anderen Parteien einen Denkzettel verpassen möchte. Siehst du den, um das jetzt nochmal besser zu verstehen, würdest du dir dann von der Bertelsmann-Leuten aus Sicht als Politologin, würdest du dir von diesen Bertelsmann-Leuten dann wünschen, dass sie da mal ein bisschen sorgfältiger ihre Studien machen? Also, ne, es ist halt schwierig, das ist immer bei Studien ja aber so, dass du immer eine soziale Erwünschtheit auch hast bei einer Befragung. Bedeutet was? Bedeutet, dass jemand nicht wirklich das sagt, was er denkt, sondern da steht eben einer, der eine Frage stellt und ich sage das jetzt so und traue mich eben nicht, vielleicht eine Position zu vertreten, die gesellschaftlich nicht so gut dasteht. So mit Autobahnen und Hitler und so. Schwierig, aber kommen wir gleich nochmal in die Studie drauf. Das ist wirklich ein Problem in Sozialwissenschaften, dass diese Studien oft einfach dadurch verfälscht sind. Und es gibt viele Studien zum Beispiel zu AfD-Wählerinnen, warum sie die gewählt haben. Und da sagen halt viele auch, weil die Altparteien habe ich genug davon und ich wollte jetzt mal jemand anderen wählen. Aber dann wirklich zu sagen, ich bin feindlich gegenüber in Wirklichkeit Europa wollen die KZs. Oder ich bin Migrantinnen gegenüber feindlich. Das will dann niemand sagen. Ne? Das möchte ich nicht allen unterstellen, aber es ist natürlich was man vielleicht mitdenken muss. Was ich da jetzt gar nicht als Kritik, aber noch so als Gedankengang einwenden würde, dass es natürlich auch ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion braucht. Und ich mich tatsächlich frage, also wie bewusst schieben die das tatsächlich vor? Also ich meine, womit ich sagen will, also du bist Alltagsrassist, aber wenn dich jemand darauf hinweisen würde, würdest du natürlich immer sagen, nein, ich bin noch kein Rassist. Ich bin doch mit einer Türkin verheiratet. Ich kann das nicht rausschneiden, aber es ist, wir werden das nicht weiter, wir werden dem nicht weiter nachgehen, aber schön. Jetzt bin ich raus. Nein, aber genau das, ne? Also ich kann ja kein Rassist sein. Ich gehe doch immer lecker zum Chinesen essen und so. Und der Ali, der mir das Obst verkauft, der ist doch auch nett. Und ich habe nichts gegen Ausländer, solange sie ihre Steuern bezahlen. Ne? Der ist Türk, aber der ist sehr nett. Genau, aber der ist sehr nett. Das sind ganz nette Leute. Aber der, das heißt, es gibt diesen Alltagsrassismus. Und also was du jetzt beschreibst, gibt es denn, also wie gesagt, sehr hohes Reflexionsvermögen, um das selber irgendwie zu verstehen und auch problematisieren zu können. Gibt es denn irgendwelche Bewegungen in den Sozialwissenschaften, die sagt, okay, wir versuchen dieses systematische Problem mal irgendwie zu begehen? Ich will eigentlich noch darauf hinaus, was hätte Bertelsmann denn besser machen können, um nicht am Ende mit diesem wirklich... Es ist ja auch eine Nichtsaussage. Also so, ist ja eine Denkzettelwahl. Die Leute wollen mal Protest wählen. Ist jetzt, hat auch nicht so eine erklärende Wirkung für irgendwas. Ja. Was könnte man denn da besser machen? Also so meinst du so konkrete Methoden, um sowas zu umgehen? Ja, also ohne, dass wir jetzt... Methoden der Sozialwissenschaft. Ja, genau. Ohne dass wir jetzt anfangen müssen, ein Statistikseminar zu belegen. Also es gibt zum Beispiel Wege, Fragen zu stellen, da kommen wir vielleicht auch nachher bei dieser Mitte-Studie noch drauf, so wie man eine Frage stellt und man kann das ja schon sehr subjektiv fragen, dass jemand gar nicht auf die Idee kommt, dass es um etwas Bestimmtes gerade geht. Und da kann man Leute so ein bisschen versuchen zu enttarnen. Dann gibt es natürlich verschiedene Methoden, das zu erheben, dass man das anonym fragt, online befragt, aber das hat auch wieder andere Probleme, dass da natürlich nicht alle mitmachen können. Oder wollen. Also es ist ganz schwierig, das zu umgehen. Ich glaube, es ist einfach nur, wie man es interpretiert nachher, weil jede statistische oder Datenerhebung hat Fehler und Probleme. Aber dass man das einfach mitdenkt, ich glaube nicht, dass es falsch ist zu sagen, viele sehen es als Denkzettelwahl, was auch immer das heißt. Was heißt das denn? Ich gehe nicht wählen und das ist die Denkzettelwahl oder ich wähle jetzt rechts als Denkzettel. Also weiß man auch nicht, was darunter gemeint ist. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man es richtig dann auch einordnet. Also ich habe
Zu der Studie, die ich selber auch nicht gelesen habe, sondern nur Sekundärliteratur dazu. Sekundärliteratur ist auch schon eine sehr übertriebene Bezeichnung für 2-3 Zeitungsartikel. Aber etwas konkreter ist damit gemeint, dass die Mobilisierung wohl bei den Wählern an den Rändern des Spektrums für besonders stark gehalten wird. Mhm. Und dass die wahrscheinlich rechts wie links, Zweifel wohl eher rechts bei Europawahlen, die Wähler sehr stabil und steigend mobilisiert werden können, hingegen in der Mitte weniger. Also dass diejenigen, die aus sachlichen Gründen Europa vielleicht in der einen oder anderen Richtung sehen wollen und es stützen wollen, weniger affin sind, zur Wahl zu gehen, als die, die sagen, jetzt will ich aber mal richtig aufräumen, oder die da in Brüssel gehen mir sowieso total auf die Nerven. Wenn es die nicht gäbe, hätte ich ja viel mehr Geld im Portemonnaie. Und das ist, glaube ich, die Aussage, die damit getroffen werden soll. Ansonsten finde ich das, was du gesagt hast, natürlich auch völlig richtig und bedenkenswert, dass die Aussage Denkzettelwahl für sich genommen auch irgendwie blöd ist, stimme ich auch zu. Ich glaube, man kann allerdings daraus ableiten, dass es sehr wichtig ist zu wählen bei dieser Wahl, vor allem wenn man die richtige Partei wählt. Entschuldigung, aus sachlichen Gründen. Ich wollte was sagen zur Wahlbeteiligung, weil wann war dann? Ist es alle 4 Jahre? Oh Gott, ich bin. Ja. Ja. Was? Europawahl, ja. Alle 4 Jahre. Ich habe damals nicht gewählt, als ich das erste Mal wählen durfte. Europawahl. Habe einfach komplett meine Unterlagen in den Müll geschmissen, weil das war ein fetter Umschlag und mir war so gar nicht danach, mir das irgendwie durchzulesen. Und da war auch einfach dieses ganze Europathema überhaupt noch gar nicht präsent. Da kam das gerade so auf, dass die AfD mit ihrer Europolitik und so. Aber das war, Moment, 2015. 14. Nee, 5 Jahre, das Europaparlament guckt das gerade. Meine Unsicherheit war berechtigt. Ja. Alle fünf Jahre. Auweia. Ich schneide das nicht raus. Das wird jetzt hier dokumentiert. Und diese Peinlichkeit, mit der müssen wir leben. Shame. Gut, also 2014. Genau, und diese ganze Diskussion darum und aus welchen Richtungen sie auch kommen mag, und da ist natürlich auch viel Europakritik dabei. Aber es hat auch ganz, ganz viele Leute mobilisiert, zu einer Wahl zu gehen. Und von beiden Richtungen, das ist ja genau das, was du sagst, eben auch aus der anderen Seite. Und ich kenne so viele junge Menschen in meinem Alter, die, also wir haben gesagt, komm, wir gehen da zusammen hin dann am 26. und wählen da zusammen. Jetzt einfach, weil es ein schönes, genau, weil es so ein schönes Gefühl ist. Sehr schön, ja. Und ich glaube, das sehen ganz viele in meinem Alter so, die eben vor 5 Jahren das komplett, keine Ahnung, nichts damit zu tun haben wollten, es nicht verstanden haben. Daher bitte Appell an die Hörer, verabredet euch, ist auch super erstes Date oder so, wählen. Total romantisch. Das kann man nur in diesem Fall alle 5 Jahre machen, wie wir gerade festgestellt haben. Die Gelegenheit kommt, ist es auch besser als so ein krasser Vollmond oder so, weil hat wirklich Folgen, also was du so machst und, ne? Ja. Es ist auch noch Zeit, zum Beispiel eine coole Briefwahlparty zu veranstalten, wo dann jeder so sein Lieblingsgetränk und die Wahlunterlagen. Ja, statt so mit Heißklebepistole irgendwie so Taschen kleben oder was man auch immer in kreativen Zirkeln so macht. So was so den Brettspieleabend ersetzt hat, macht eine Briefwahlparty. Die Siedler von Europa. Wobei ich trotzdem sagen muss, es ist auch nicht leicht, da was zu wählen. Also das muss ich, auch nicht so richtig. Ne? Ja. Wie gesagt, heute geht es ein bisschen durcheinander. Wir sind zu viert und ich muss es moderieren und deswegen müsst ihr auf meine Finger gucken. Nein, aber kann das denn sein oder ist das so? Das ist jetzt so eine super geile Frage. Aber wurde dann deine Generation in den letzten 5 Jahren dann nochmal stärker politisiert? So nach dem Motto, oh scheiße, wäre ich mal 2014 zur Wahl gegangen? Irgendwie schon, aber das kann auch jetzt meine Bubble absolut sein. Ne? Das finde ich immer ganz schwierig. Du nickst mit dem Kopf. Für eine ganze Generation zu sprechen. Warum nickst du mit dem Kopf? Ich fürchte, dass es eher die Bubble sein wird. Also das ist zumindest das, was ich
bin ja zwar ein paar Jahre älter, aber wenn ich mal so außerhalb meiner Berufs-Uni-Bubble mich bewege, Leuten, die ich zum Beispiel von früher kenne in meinem Alter, also ich meine, gut, jetzt hängen immerhin Plakate, ne? Da steht dann manchmal auch das Datum drauf. Das heißt, jetzt wissen die Leute vielleicht schon, da wird irgendwas gewählt, aber sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, haben viele diese Wahl einfach nicht auf dem Schirm. Ja? Mhm. Das wäre meine Einschätzung. Also ich habe jetzt nichts darüber gelesen, ich kann das nur von subjektiven Eindrücken her sagen, aber ich würde auch damit rechnen, dass, wenn es die höhere Wahlbeteiligung gibt, das nicht unbedingt was Gutes zu verheißen hat für den Ausgang der Wahl von einem, sagen wir mal, demokratiefreundlichen und europafreundlichen Standpunkt aus, wenn es sich bewahrheitet, dass es tatsächlich eben besonders die Ränder bzw. ein bestimmter Rand sind, die hier groß mobilisieren. Also es würde mich sehr wundern, wenn die Wahlbeteiligung durch die Bank deutlich steigen würde. Ja, also das ist zumindest ein Ergebnis der letzten Wahlen, das von der stärkeren Wahlbeteiligung, so wie ich das mitbekommen habe, halt vor allen Dingen die AfD profitiert hat. Genau. Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass egal höhere Wahlbeteiligung, egal woher sie kommt, der Demokratie nur helfen kann. Also das sollten wir, egal aus welcher Richtung es kommt, irgendwie begrüßen. Ja, finde ich persönlich. Man kann sich jedenfalls, glaube ich, auch nicht darüber beschweren, dass man sagt, nee, Gott, oh Gott, der Stimmenanteil einer unliebsamen Partei ist nur deshalb so hoch, weil die es schaffen, ihre Leute zur Wahl zu bekommen. Das, ja, ich glaube, auch, das ist ein Argument, das nicht zieht. Aktuell, und das ist ein weiteres Argument, unbedingt zur Wahl zu gehen, sind die Prognosen so, dass die AfD, ich sage das auch nur, weil ich davon ausgehe, dass relativ wenig AfD-Hörer zuhören, ja, dass die AfD wohl für deren Ansprüche sowieso, aber auch insgesamt relativ schwach abschneiden wird. Dass sie wohl also relativ wieso, bei wie viel Prozent klar sind sie denn? Auf 10 minus, also auf 10 und weniger geraten. Also jedenfalls, das ist immer noch zu viel, gar keine Frage, aber dass die nach den Prognosen, die ich jetzt gleich mal raussuchen werde, dass die also relativ klar ja, im Bereich von 10% und etwas weniger landen. Also Forschungsgruppe Wahlen, das sind die, die sehen die bei 9% und also zwischen 7 und 11%, da sieht Infratest DIMAP die, vor einem Monat allerdings. Aber das ist auch die Gefahr, ne? Dass gerade wenn man das irgendwie so, ich sag jetzt mal im Vorbeigehen, als Schlagzeile liest, AfD soll schwächer abschneiden als bisher gedacht, dass dann so ein bisschen das, was du auch in den USA gesehen hast, ne? Dass mit jeder Meldung, wo es irgendwie hieß, Hillary Clinton irgendwie meilenweit überlegen in den Umfragen, dann fühlt es sich halt nicht mehr so knapp an. Und wenn dann, weiß ich nicht, sonntags jemand auf der Couch sitzt und ich weiß nicht, es regnet oder graupelt, oh Gott, das kann sich halt auch negativ auswirken, ne? Dass dann Leute sagen, na ja, die haben ja gesagt, es wird schon nicht so schlimm werden. Mhm. Also ich meine, es ist ja erfreulich, dass ich sag jetzt mal, der rechte Rand jetzt anscheinend den Vorhersagen nach nicht durch die Decke geht. Aber ich glaube auch, dass die letzten Referenden und Wahlen uns gelehrt haben, das mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Ist auch der Effekt, den du nanntest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zugibt, eine so strunzunmögliche Partei wie die AfD zu wählen, dass die Wahrscheinlichkeit halt selbst bei denen, die so doof sind, die zu wählen, wahrscheinlich geringer, dass sie das zugeben. Also ich meinte diesen Hinweis darauf, dass die AfD möglicherweise etwas eingedämmt ist, als zusätzliche Motivation zu nehmen, zur Wahl zu gehen. Ja. Und nicht als Argument dafür, dass man auch vielleicht mal, wenn das Wetter gut ist, die Hände in den Schoß legen kann. Ich hoffe, dass Dann fassen wir zusammen. Leute, geht wählen. Wenn ihr nicht wählen wollt an dem Sonntag, macht eine Briefwahlparty. Ich
weiß gar nicht, ob das legal ist. Ist absolut legal. Du kannst wählen, wie du willst. Du könntest ja schmuggeln als musst ja unterschreiben. Yoga-Party. Also das mit der Briefwahl ist natürlich ein bisschen, ja. Ja, egal. Macht Party. Also, macht erst Briefwahl geheim und dann die Party. Aber was ich noch... Räumt den Dip kurz und vom Tisch. Und die Behinderten dürfen ja jetzt doch auch direkt schon bei der Europawahl wählen. Ja. Ulrich, hatten wir schon drüber gesprochen. Also es geht jetzt schneller als gedacht, weil es irgendeine Eilentscheidung gab, ja, dass das jetzt schon bei dieser Wahl so sein muss. Und ich wundere mich wirklich, es hat sich ja leider noch keine Person bei uns gemeldet, die bei dieser Europawahl nicht wählen darf, also Kinder. Weil ich kenne jetzt die Begründung nicht im Detail, aber nachdem man jetzt irgendwie gesagt hat, dass behinderte Leute und betreute Leute, die bisher nicht wählen durften, dass die jetzt wählen dürfte, wüsste ich jetzt nicht, mit welcher Begründung man Kindern noch das Wahlrecht verwehrt. Was verstehen wir jetzt unter Kind? Ja, alle, die nicht 18 sind. Ja, ohne Grenzen nach unten? Ich weiß jetzt nicht, ob wir da einsteigen sollen. Nein, da wollen wir nicht einsteigen. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich mir wünschen würde, dass sich irgendjemand Minderjähriges noch meldet und wir dann, und mit wir meine ich Ulrich, neben seiner, in seiner reichlich gesäten Freizeit, dann noch schnell holter die Polter vor den EuGH geht, damit hier auch in Deutschland alle Kinder wählen dürfen. Wahrscheinlich müsste man dann erstmal sich beim Bundeswahlleiter vorstellen und einen Wahlschein für das Kind beantragen, wie dem auch sei. Also es würde sehr weit führen. Für die Europawahl wird es dann jetzt auch fast ein bisschen zu spät, das komplett zu bearbeiten, jedenfalls, ja, wenn ich das machen soll. Wahrscheinlich wäre es auch geeigneter, Kinder und Jugendliche, die wählen wollen, wenn die sich bei Zeiten diesen Wunsch fassen, und das bei einer Bundestags- oder Landtagswahl oder Abgeordnetenhauswahl ins Auge fassen, dass sie das herausfordern, dass sie nicht wählen dürfen. Ja. Also es ist vielleicht einfacher als bei der Europawahl. Ich glaube, bei dir, Antonia, war das wahrscheinlich dann auch die erste Wahl, ne? Wenn ich das mal so mit dem Wahlalter und deinem Alter hier massiv durchkalkuliere. Ist natürlich sehr anspruchsvoll als erste Wahl gleich eine Europawahl. Ne? Wenn man wobei war nicht... 2013 war doch Bundestagswahl. 13, ja. Da habe ich schon gewählt. Ah ja, dann hast du, ja, dann kann man das nicht. Da habe ich auch suchte gewählt. Nach einer Rechtfertigung für dich, dass du bei der letzten Europawahl nicht dabei einfach warst. Einfach nicht so politisch interessiert. Ja. Das kann man schon ehrlich so sagen. Ja, also, aber du hättest schon schön zusammengefasst, dass man sagt, hier wählen gehen und überlegen, ob man Europa will. Oder eher nicht. Oder eher nicht, ja. Ich finde, wir hatten ja letzte Woche über die Plakate gesprochen und ich finde ganz offen gesprochen, diese Begründung ja wegen, weil wir Europa haben, gibt es keinen Krieg in Europa, das ist ein bisschen zu schwach, ne? Aber da kommen wir dann wieder auf die, das ist ja so auf den Wahlplakaten drauf, ne? Aber das würde jetzt zu weit führen, insbesondere weil wir schon vier Personen in einem Raum, sei Dank, eine Stunde lang, ich hätte jetzt fast gesagt, getwittert, gepodcastet haben. Nächstes Thema. Die Mitte-Studie. Ich weiß gar nicht, wer sie gemacht hat. Was ist die Friedrich-Ebert-Stiftung? Ja. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, und Annika hat sie gelesen und vorbereitet. Gelesen? In Auszügen? Vorbereitet? Ja. Erst die Fakten, dann die Meinung. Genau. Also ich hab eine Menge Fakten, die meiner Meinung nach nüchtern schwer zu ertragen sind. Das sei mal so als Vorwarnung dahingestellt. Der Spaßteil ist jetzt also vorbei. Nein, wir versuchen das natürlich einigermaßen unterhaltsam irgendwie hier über die Bühne zu bringen. Jedenfalls, vielleicht könnte man das, und ich glaube, das waren auch so die meisten Überschriften zu dem Thema, in die Worte eines der Forscher fassen, die Mitte verliert ihren festen Boden. Also es wackelt schon, aber es wackelt auch stabil seit längerem. So würde ich das Ganze zusammenfassen. Und ich habe so ein paar Häppchen für euch von Ergebnissen dieser Mitte-Studie. Und zwar, also es sind repräsentative Ergebnisse, die dort besagen, dass jeder zweite Befragte hat Vorbehalte gegenüber Asylbewerbern.
jeder fünfte Befragte befürwortet fremden- und muslimfeindliche Einstellungen. Fünfte. Mhm. Jeder vierte stimmt abwertenden Aussagen über Sinti und Roma zu. Ein Drittel stellt gleiche Rechte für alle in Frage. Jeder vierte glaubt, dass Medien und Politik gemeinsame Sache machen und unter einer Decke stecken. Es gibt eine, sagen wir mal, vordergründig hohe Zustimmung zur Demokratie, die aber begleitet wird von recht unappetitlichen antidemokratischen und antipluralistischen Überzeugungen, die da so im Kielwasser ziemlich prominent mitschwimmen. Mehr als die Hälfte, ich weiß nicht, ob ich das schon genug betone, also mehr als die Hälfte. Mehr als 50%. Mehr als 50%. Glaubt, dass es in Deutschland ein Meinungsdiktat gibt. Was war denn da die Fragestellung? Gibt es in Deutschland ein Meinungsdiktat? Gut. Zur Bewertung kommen wir gleich. Trotzdem. So, ja. 46% sind der Meinung, dass geheime Organisationen politische Entscheidungen beeinflussen. 46%. Ja. Dabei sind die gar nicht geheim, die Organisationen. Das weiß ja jeder. Die Lobbyisten. Ja, die Illuminaten, die Freimaurer. Okay, geheime Organisationen. Ja, so als kleines Plus am Rande. Als rechtsextrem sind demnach einzuordnen, also ihren Antworten nach, den Kriterien der Forscher nur 20%. 2-3%. Nur 2-3%. Aber? Dem Nationalchauvinismus zugeneigt. Aha. Solide 13. Aha. An Sozialdarwinismus, beziehungsweise, ich zitiere, die Überlegenheit der Deutschen gegenüber anderen Völkern, so naturgegeben, 8%. Jeder Zehnte zudem der Meinung, dass sich die Menschen in wertes und unwertes Leben trennen lassen. Insgesamt sehen die Forscher bei 42% eine solide Tendenz zu rechtspopulistischen Einstellungen. Also es wird unterschieden zwischen rechtsextrem und rechtspopulistisch. Also wenn ich das richtig verstehe, ist rechtsextrem, wenn du mit der Armbinde rumläufst. Ja. Und rechtspopulistisch ist das mit den Juden, hätte er nicht machen müssen. Aha. Wenn ich das jetzt mal so plump dahin sagen kann. Also es gibt zudem Stimmen, 62% finden einen, Zitat, ein Law and Order Autoritarismus eine prima Sache. Und also abschließend kann man sagen, das Traurige ist, dass sich das anscheinend gar nicht so wahnsinnig verändert hat. Also es gibt... Die machen diese Mittelstudie regelmäßig, ja, ne? Die machen die regelmäßig. Wie oft? Jedes Jahr? Alle fünf Jahre? Ich glaube, das letzte Mal war 2014. Lass mich noch mal gerade gucken. Alle zwei Jahre. Jedenfalls hat es eine stabile Verfestigung von rechtspopulistischem Denken stattgefunden innerhalb der letzten Jahre, was im Übrigen die AfD dazu genutzt hat, um zu sagen, seht ihr mal, wir sind gar nicht so fringe, sondern die AfD ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, war, glaube ich, das, was, ich glaube, Frau Weidel hat das gesagt. Und es hat sich außerdem gezeigt, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen Ost und West, was den Rechtsextremismus angeht, dass aber im Osten die etwas softere rechtspopulistische Ansichten oder Orientierung etwas weiter verbreitet sind als im Westen. Im Westen sind das 20%, im Osten 30%. Das gilt vor allem für den Bereich der Fremdenfeindlichkeit.
was Asylsuchende angeht. Und autoritäre Einstellungen finden unter ostdeutschen Befragten mehr Zustimmung. Ost 67%, West 61%. Ja, das ist jetzt... Also da, generell kann man im Osten ein größeres Gefühl von politischer Machtlosigkeit feststellen. Und ein weiterer Punkt, gut, also ich bin jetzt hier auf der Seite, ich bin ganz offen, meines Arbeitgebers. Erkenntnis 4 wird dort aufgezählt, AfD-Wähler denken rechts. Das ist, ja, Wasser, ne? Ist nass. Erkenntnis 5 ist, finde ich, aber sehr interessant, denn es gibt eine deutlich gestiegene Zustimmung bei jüngeren Befragten, was fremdenfeindliche und rechtsgerichtete Einstellungen angeht. Ja, da hätte ich auch noch eine Zahl zu, die das vielleicht sogar ein bisschen erklärt. Ja, hau raus. Naja, es war die Woche so eine Studie zu geteilten Inhalten politischer Parteien auf Facebook. Mhm. Und die kamen zu dem Ergebnis, dass 85% des Materials von der AfD stammt, das geteilt wird. Und alle anderen Parteien sind dann halt die 15%. Das heißt, alle Parteien bis auf die AfD kriegen das irgendwie nicht hin, Facebook ordentlich zu nutzen, beziehungsweise der Algorithmus von Facebook. Welche Ironie, der Algorithmus von Facebook scheint also diese rechtspopulistischen Geschichten zu begünstigen und andere Sachen halt. Andererseits sind kaum noch junge Menschen auf Facebook und mehr ältere Leute. Aber Twitter hat ja vor ein paar Tagen verlauten lassen, dass sie nicht mehr gegen so White Supremacist-Scheiß vorgehen können, weil das ließe sich schlecht von republikanischen Inhalten unterscheiden. Das war tatsächlich die Begründung. Ich habe es auch geteilt. Ich habe nämlich auch gedacht, na, das kann es ja nicht sein. Klickte drauf, las es mir durch und dachte, oh doch, das hast du wirklich gesagt. Ja. Okay. Ja. Die Autoren. Aber das ist nochmal ein guter Hinweis mit dem, dass jüngere Leute das nicht auf Facebook sind, aber... Gerade Leute, die da teilen und kommentieren bei Parteien, sind meiner subjektiven Einschätzung nach nicht die 18 Aber auf Twitter wiederum, glaube ich, das Gefühl ist der, also wie gesagt, gefühlte Wahrheit, aber Twitter ist jünger unterwegs. Twitter kannst du in Deutschland eigentlich vernachlässigen von den Nutzerinnenzahlen. Ich glaube, die jungen Leute sind auf Instagram und Snapchat. Und TikTok. Auf TikTok. Auf was? Auf TikTok. Und, ich verbreite auch nur noch Namen, die ich irgendwo gehört habe. Genau, das wäre jetzt auch meine Frage an eine junge Leute. Wo bist du denn unterwegs? Ja, jedenfalls nicht TikTok und auch nicht Snapchat und auch TikTok nicht Instagram. TikTok ist eine chinesische Video-App. Bist du bei Reddit unterwegs? Oder? Nee, Twitter und bisschen Facebook. Aber ich bin nicht so der super krasse soziale Medientyp. Ja. Auch in meinem Umfeld nicht so viele, wenn dann Instagram. Das ist eigentlich das Hauptding. Aber es gibt Hoffnung für die Menschen. Was aber nicht unbedingt eine politische Plattform ist. Das wäre jetzt auch meine Frage. Wird Instagram denn inzwischen... Nutzen Parteien Instagram? Politisch genutzt? Dilettantisch. Ja. Also ich folge da, glaube ich, wobei die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat da neulich so einen geilen Kuchen, der aus Duplos bestand, gepostet. Und dann habe ich mir direkt das Rezept geben lassen. Hat aber auch jetzt nichts mit Politik zu tun. Aber heißt, sie haben verstanden, wie Instagram funktioniert. Wie Instagram funktioniert. Ich twitter da ja auch nur Fotos von meinem Hamster und von Essen. Ja. Aber vielleicht ganz kurz noch zum Thema die Mitte und die Jüngeren. Wenn ich mal kurz zitieren darf, gerade was die Verharmlosung des Nationalsozialismus betrifft, zeigt sich die Tendenz, dass in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen 7% zustimmen, in den Altersgruppen der 30- bis 60-Jährigen... 7% was zustimmen? Dass das alles nicht so schlimm war im Dritten Reich oder so? Ne, die Autobahnen und so, genau. In den Altersgruppen der 30- bis 60-Jährigen und über 60-Jährigen nur 2%. Und zu den Ursachen dafür, die Autoren der Studie sagen, ich zitiere, die jüngere Generation wachse in einer Gesellschaft auf, in der die Rechte von Minderheiten wieder offen in Frage gestellt würden, wo antisemitische und fremdenfeindliche Positionen bis in die Parlamente hinein formuliert würden und politische Bildung im Schulunterricht oft zu kurz komme. Also Social Media fehlt hier völlig. Aber finde, ist auch was dran. Also ich würde jetzt
nicht sagen, es ist ausschließlich das, aber ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man mit einer AfD im Bundestag aufwächst oder ja, eben nicht, ne? Noch ein Nachtrag zu Plattformen. Mir fällt gerade noch ein, so YouTube ist zum Beispiel, glaube ich, eine sehr politisierte Plattform, die junge Menschen nutzen, wo auch viele fragwürdige Inhalte sehr viel Reichweite generieren. Ja, das ist tatsächlich darauf, das ist ein sehr guter Punkt. Der Luca Hammer, den ich ja auch schon ein paar Mal hier erwähnt habe, wenn der in Berlin ist, müssen wir den mal einladen. Der bringt da auch immer relativ viel zu. Das Problem bei YouTube ist nämlich gerade dieser Algorithmus. Das sehe ich daran, dass ich bei YouTube vor allem den Saturday Night Live Videos gucke und zu so ein paar Computerspielen. Und dann schlägt einem YouTube auch, ohne dass ich das mal irgendwann eingestellt hätte, schlägt mir aber immer so per Push-Nachricht so Videos vor. Guck doch auch mal das oder guck doch auch mal dies. Das Krasse ist, wenn du, oder was heißt das Krasse? Der Punkt ist, dass YouTube das natürlich dann auch genauso macht, wenn du dir einmal so ein komisches AfD-Video anguckst oder so ein komisches, weiß ich nicht, Flüchtling hat wieder unsere Frauen vergewaltigt oder so, dass dann YouTube ganz vorne mit dabei ist, dir immer mehr same, same, but different, immer mehr von genau diesen Nachrichten. Und das stimmt auch, dass YouTube witzig im Sinne von das nicht lustige lustig, dass YouTube da vollkommen auch unter dem Radar der politischen Regulierung zu laufen scheint, weil das für viele Leute so dieses, ja, das ist so was wie Fernsehen, für uns früher war es halt für die jungen Leute, ne? Ich gucke ja das manchmal auch ganz gerne, aber lustige Tiervideos. So. Musik höre ich da. Mein Enkel schickt mir da immer das mit dem Hamster. Kennst du das mit dem Hamster? Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch, dass YouTube, wenn du es im Browser benutzt, nochmal eine andere Erfahrung ist. Also nicht gänzlich anders, weil die werden da ja auch Videos vorschlagen. Aber auf Mobiltelefon ist es tatsächlich nochmal was anderes, weil du diese Push-Nachrichten auch kriegst. Ausgeschaltet, aber ja. Das zieht einen rein. Also ich bin da schon mal in so Weltall-Videos gelandet, bis ich 3 Stunden lang irgendwas zur ISS geguckt habe. Und das kann ja mit allen anderen Themen ganz genauso passieren. Und gerade weil diese, das ist eben auch was die Autoren dieser Studie sagen, wenn man, sagen wir mal, du guckst dir ein Video zu Verschwörungstheorie X an, aus Interesse, weil du wissen willst, wie John diese Leute... John F. Kennedy. Genau, weiß ich nicht, Hillary Clinton hat als Dinosaurier verkleidet JFK erschossen. Leute, die solche Verschwörungsmythen glauben, sind insgesamt, gut, kann man sagen, ist gegeben, misstrauischer gegenüber politischen Systemen, aber zeigen auch generell eine höhere Gewaltbereitschaft und stimmen mit höherer Wahrscheinlichkeit als andere rechtspopulistischen und rechtsextremen Einstellungen zu. Das heißt, alleine dadurch, dass du drauf klickst, in diesen Pool kommst, aha, wem das gefällt, gefällt auch, radikalisierst du automatisch deine Vorschläge. In einer Art und Weise, weil YouTube kann ja nicht unterscheiden zwischen, oder hat keinen Bock zu unterscheiden zwischen, ich guck mir das mal an, was die Irren da so reden, und Lizard People. Also ich glaube, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, ohne es zu ahnen, wenn man bei Google eingibt YouTube und Europawahl, dann kommen nach einer Umfrage, die ich gerade durchgeführt habe, vorsichtigen Einschätzung meines Hauses sind unter den ersten 10 Google-Treffern sind mindestens 4 AfD-Spots. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man also das ist jetzt noch nicht meine Filterblase, ne? Also ist das nicht. Aber das ist krass. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch dieses Palmer-Ding nochmal gegoogelt und dann kam auch ein Video von Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Oh. Heißt nicht, Mama. Das klang komisch. Von der sogenannten. Ist auch komisch. Martin Sellner von der sogenannten Identitären Bewegung, die im Moment richtig die Kacke am Dampfen hat, weil sie wohl auch Steuern hinterzogen hat in Österreich. Genau, und da kamst du aber auf so ein Video. Ich habe es mir nicht angeguckt. Aber da dachte ich, das sind dann die Videos machen und die auf solchen Plattformen unterwegs sind, die wissen, wie das funktioniert. Ja. Und das vielleicht andere Inhalte sind da halt nicht. Da fällt mir ein,
ich muss tatsächlich anfangen, diesen Podcast auch auf YouTube reinzustellen, weil das sagte mir der Luca nämlich auch. Das ist nämlich, glaube ich, das ganz, ganz große Problem, dass wir alle eben nicht unser Zeug auf YouTube reinstellen, aber dann die Martin Sellners dieser Welt tatsächlich diese ganz komischen Videos machen. Ja. Good point. Jetzt hattest du noch irgendwas zur Mitte-Studie, Annika? Ja, also wenn man Mitte-Studie googelt, also wenn ich das google, ja. Ist mein erster Vorschlag Tichys Einblick. Uiuiui. Mit der Überschrift, wie die SPD ihre verlorenen Wähler rechtsextrem schimpft. Oh, okay. Zweites Ding, Cicero, Mitte-Studie der Ebert-Stiftung zu Fremdenfeindlichkeit, Zitat, ein Satz reicht nicht, um rechts zu sein. Und Philosophia Perennis. Ja, das ist also, jetzt schade, dass wir das ne? erwähnt haben in diesem Podcast, aber... Naja, aber ich sag mal so, ohne dass ich irgendein Schlagwort benutze, was schon ja. meine Richtung erahnen lässt... Ja, es ist insofern tatsächlich nochmal interessant, weil du außer Frage natürlich wahrscheinlich eher nicht so dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnen bist. Ist jetzt nicht so und das heißt, auch wenn meine Mutter oder mein Onkel oder sonst wer, setzen sie hier typische Personen ein, der man nicht so viel Interkompetenz. Ja, Ulrich, Intercourse ist auch ein Wort, das du in diesem Podcast sagen darfst. Es gibt hier kein Meinungsdiktat. Ja. Das gibt es also nur außerhalb von diesem Kreti Raum. Und Kreti und Pleti googeln Europawahl und es kommt direkt AfD-Scheiße. Ja. Das ist schwierig. Also Kreti und Pleti hier repräsentiert durch Annika und mich. Ja, Entschuldigung. Aber das ist etwas, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Jetzt aber nochmal zu der Frage. Wie sind die denn da methodisch vorgegangen? Das würde mich auch interessieren. In Deutschland herrscht ein Meinungsdiktat. Also wenn Sie da gefragt haben, herrscht in Deutschland ein Meinungsdiktat, dann muss ich ganz subjektiv, aber vielleicht kann, Antonia, vielleicht kannst du das auch noch sogar inhaltlich, theoretisch begründen. Aber das scheint mir dann ja nicht so eine Spitzenfrage zu sein. Ja. Weil, in der Regel stellt man zum Beispiel, glaube ich, auch, nicht, dass ich jetzt jemals schon mal so ganz viele solche Fragebögen erstellt habe, aber das lernen wir auch. Theoretisch, man stellt mehrere Fragen zu einem Thema, um das so einkreisen zu können. Okay. Irgendwie, also man würde jetzt, meine ich, nicht fragen, glauben Sie, Politik und Medien stecken unter einer Decke, sondern man fragt, wie glaubwürdig finden Sie Medien? Inwiefern glauben Sie, was Politik macht? Oder, ja. Und das würde man dann versuchen, irgendwie einzugrenzen und nicht nur mit einer Frage, aber... Es gab anscheinend eine Mischung zwischen, also es gab Aussagen, denen du zustimmen konntest oder auch nicht. Und ein Beispiel dafür wäre, das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht. 13%, jo, übrigens. Ulrich, du hast da so eine PDF auf. Ich habe eine PDF auf, ja. Also ich hole ein kleines Stück weiter aus, sodass ich wahrscheinlich 75 Sekunden am Stück reden werde. Zeit läuft. oder mehr als 75. Oh mein Gott. Mitte-Studie. Ich finde auch in der Tat sehr beunruhigend, so dass man ihm nachgehen muss. Viele Erkenntnisse aus dieser Mitte-Studie. Ich glaube allerdings, die Mitte-Studie ist ein bisschen hochgejazzt worden oder möglicherweise etwas hochgejazzt worden. Sie enthält nämlich gleichzeitig auch den einen oder anderen Punkt. Du hast es ja auch schon gesagt, dass da einige Stabilität zum Beispiel drin ist, aber sie enthält auch einige... Von rechtspopulistischen Ansichten. Einige, ja, bedauerlich, aber jedenfalls nicht alarmierend. Sie enthält auch einige... Hoffnung machende Aspekte. Sie enthält auch, sagen wir mal, eine partielle Beruhigung, kann man vielleicht auch daraus gewinnen, dass zum Teil auch wirklich extrem bescheuerte Sachen, die da geäußert werden, noch innerhalb der Normalverteilung liegen. Das heißt, okay, es gibt halt 3% totale Vollidioten.
Und wir sind jetzt schon im wertenden Teil, ne? Ja, ich kehre jetzt nochmal zurück zum sachlichen Teil, zum Faktenteil. Das Thema Meinungsdiktat ist abgefragt worden mit den Fragen: In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Dann sind da Gruppen, die Antworten sind jeweils in Schritte eingeteilt worden, entweder in 5 oder in 4. Dieser Aussage konnte man voll und ganz zustimmen oder man konnte sagen, trifft überhaupt nicht zu und Zwischenschritte. Ne? Mit der Frage habe ich schon ein Problem. So, und du kannst sagen, also trifft überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu, teils, trifft eher zu oder trifft voll und ganz zu. Und da haben die jetzt in der Tat im Bereich der trifft eher zu, trifft voll und ganz zu, haben die 74,8% der Befragten haben dieser voll und ganz oder eher zugestimmt, dieser These. 74%. Die andere war, in Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen. Der haben 27% zugestimmt. Andererseits muss man sagen, also dann gibt es die teils, da ist natürlich, die kann man eigentlich, also jedenfalls komplett nach meiner Vorstellung kann man die völlig vergessen, weil das ist ja keine Aussage, teils. Muss ich jetzt mal kurz Antonia fragen, ich habe das mal von jemandem, der sich mit Statistik beschäftigt, so gehört, dass man eigentlich keine ungeraden Skalen macht, weil man da die Gefahr läuft, dass die Leute dann immer die Mitte wählen. Ja, es ist schon eine bewusste Entscheidung, das dann zu machen oder nicht zu machen. Andererseits Menschen zu einer Entscheidung zu zwingen, obwohl sie vielleicht sagen, ja, habe ich jetzt auch nicht so eine konkrete Meinung zu, verfälscht halt auch das Ergebnis. Okay. Ne? Also jedenfalls, wenn man die teils mitrechnet, also bei der Frage, kann man nicht mehr frei seine Meinung sagen, haben wir 35,7 plus 17,1 ist 52. Wenn man dann die teils dazu rechnet, hat man rund 70%, die das ablehnen, was ja jetzt auch nicht ganz schlecht ist. Ne? Also ich will nicht sagen, alles ist rosig. Ich will nur, dass man nicht, dass man da möglicherweise auch keine self-fulfilling prophecy rausmacht. Ich finde, ne? Ja. Das kann... Ja, das möglicherweise aber auch miteinander vereinbar. Ja, Annika, du wolltest noch was sagen. Und da muss ich noch mal zu dieser Frage, man darf in Deutschland nichts gegen Ausländer sagen, ohne gleich Rassist zu sein. Die finde ich nämlich sehr interessant. Ich würde dem einerseits zustimmen. Andererseits muss ich dir aber auch, man sollte keine selbsterfüllende Prophezeiung daraus machen. Andererseits finde ich es, umso beunruhigender, dass sich bestimmte Ansichten, die schon teilweise recht heftig sind, anscheinend in den letzten Jahren gar nicht so viel verändert haben. Und ich das zum Beispiel, also wenn ich jetzt nur diese Ergebnisse gelesen hätte, ohne eine Einordnung, wie war das im Vergleich von vor, weiß ich nicht, 5 Jahren, hätte ich gesagt, oh, da ist aber einiges hochgegangen. Und die Tatsache, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das sowieso schon so war, und jetzt halt ja, so ein paar Prozent, okay. Ja. Das finde ich schon sehr beunruhigend, wenn hier zum Beispiel ein Drittel der Befragten zustimmen folgender Aussage, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit und 22% stimmt sagen, ja, die regierenden Parteien betrügen das Volk. Ja, stimmt ja auch. Christopher, jetzt nicht du auch noch. Was? Ja, Entschuldigung, ich habe hier gerade nebenher YouTube geguckt, das hat mich ein bisschen radikalisiert. Ich muss auch sagen, dieses teils, ja, ich verstehe, dass das statistisch gesehen wenig Mehrwert hat, aber ich sag mal so, die Tatsache, dass jemand, der teils sagt, auf der Kippe steht zwischen unter Umständen einer Antwort zu einem doch eigentlich klar, also als Demokratie, positiv gegenüber eingestelltem Mensch, wo man sagen sollte, meinen sollte, das kann man recht eindeutig beantworten, finde ich schon krass. Also insofern, ja, Mehrwertstatistik okay, aber
nicht automatisch Wischiwaschi-Antwort. So, jetzt habe ich zwei Punkte. Erstens, das hattest du ja auch schon gesagt, dass das so die Quintessenz dieser Studie sei, dieses die Mitte zerbröselt. Dass das schon immer so war, dass die Leute so komische rechte Ansichten hatten, war mir bekannt, hatte ich im letzten Podcast, glaube ich, erwähnt. Wir haben an der TU ja dieses Zentrum für Antisemitismusforschung. Es gibt zum Thema Antisemitismus und antisemitischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung aus historischen Gründen seit im Grunde genommen das Ende des Zweiten Weltkrieges regelmäßige Befragungen, weil das am Anfang die Alliierten verständlicherweise interessiert hat. Sollte man mal auch drauf haben. Sollte man mal beobachten. Ich glaube, da war mal was. So, und das wirklich Interessante, und ich finde, das wäre, wenn man jetzt versuchen würde, aus diesem Horrorergebnis konstruktiv etwas rauszuziehen, das ist nämlich tatsächlich ist, deswegen hatte ich vorhin auch das mit den 20% gesagt, als du gemeint hast, wie viele Leute haben irgendwie ein rechtsextremes Bild oder so, weil ich hatte diese 20% mal im Kopf als Leute, die ein sogenanntes gefestigtes rechtes Weltbild haben, ja, also wo man eben genau diesen ganzen komischen Sätzen da irgendwie zustimmt. Diese Leute gab es immer, nur früher TM waren halt Parteien wie die CDU, aber auch in nicht unerheblichem Maße die SPD dazu in der Lage, diese Leute abzuholen. Weil die waren dann halt Nazis, aber das waren dann Bergbau-Nazis und denen war das dann wichtiger, dass die SPD was für die Kumpel gemacht hat. Ja, und dann hast du halt beim Stammtisch irgendwie erzählt, ja, so schlecht war das gar nicht mit dem Hitler und so, ne? Und ja, der Luigi, der ist ganz nett bei der Schicht, ne? Aber die müssen ja auch nicht alle hierbleiben und so, ja? Und so ungefähr lief das dann. Ja. Und ich glaube, das, also die Mitte zerbröselt ja auch. Und da wäre wahrscheinlich ein bisschen Selbstkritik dann bei den großen Parteien angebracht oder angebrachter, weil die größeren Parteien, die SPD anscheinend weniger als die CDU, es nicht mehr hinbekommen. Schon kommt draußen die Polizei, weil welche Sachen sagen, die man hier nicht mehr sagen darf. Das in diesem ist Land. Der implantierte Chip. Ja, nein, aber weil die Parteien es eben nicht mehr hinkriegen, diese Leute abzuholen. Ich weiß nicht, ob Antonia ist da aktuelle Ergebnisse aus der politikwissenschaftlichen Forschung gibt, die das bestätigen oder negieren könnten. Bin ich jetzt gerade nicht informiert, ja. Ehrlich gesagt. Aber ich meine, sowas habe ich auch schon mal auf jeden Fall gelesen und gehört, dass sich alles eben mehr Richtung Mitte links bewegt. Aber tut es das? Nee, Moment, aber jetzt erst ausreden lassen. Mitte links bewegt im Sinne von? Naja, die Parteien decken eben dieses alles, was rechts von der Mitte ist, was ja nicht gleich komplett rechts bedeutet, nicht mehr ab, wie es früher vielleicht war. Ja, auf gut Deutsch, das, was man auch im amerikanischen Wahlkampf beobachten konnte, also natürlich gibt es auch in Anführungszeichen reiche rassistische Säcke, die gerne rechts und rechtsextrem wählen, aber witzigerweise kriegt man anscheinend vom Ding Arbeiter mittlerweile eher rechts abgeholt als links. Ja. So, du hattest jetzt noch, gut, der Einwand hat sich ergeben. Ich wollte noch was zu der Frage sagen. Merk dir bitte, was du sagen wolltest, oder ich merke es mir. Gibt. Oder hat es jetzt noch konkret was damit zu tun, was ich gerade gesagt habe? Ich krieg den Bogen gleich wieder gespannt. Nein, kannst du bitte noch mal diese Frage mit den, man darf in Deutschland nichts mehr gegen Ausländer sagen? Da kriegen wir vielleicht sogar noch den Boris Palmer ein bisschen verwurstet an der Stelle. Ja, kann ich gleich. Jetzt muss ich nur noch mal was suchen. Die Frage war, glaube ich, man darf in Deutschland, wir müssen wirklich auf die konkrete Formulierung. Also in Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen. Ja, und was war das mit dem Rassisten? Und das andere war, in Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Diese Aussage haben die für eher zutreffend oder voll und ganz zutreffend. Ja, 72%. 55. Hätte ich schlimmer erwartet.
Ja, nur muss ich sagen, ist diese, also ich weiß nicht, was mich, ich kann es im Moment noch nicht benennen, deswegen würde ich gerade gerne drüber reden. Ich finde die Formulierung dieser Frage, die ist so weit und so. Aber ist das nicht genau das Problem? Ich habe diesen Satz 1:1 schon so oft gehört. Also den letzten, man darf ja gar nichts mal gegen Ausländer sagen, ohne dass man nicht gleich als, ohne dass man gleich Rassist genannt wird. Ja, weißt also, aber das ist genau das Problem, was ich damit habe. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ne? Du sagst Denkzettel und meinst damit eigentlich irgendwas anderes. Und ich glaube. Also ich glaube einfach, ohne es jetzt konkret benennen zu können, aber ich habe das Gefühl, diese Frage wird dem Alltagsrassismus in Deutschland nicht gerecht. Weil was mich interessieren würde, wäre, was für Probleme haben die Leute denn konkret? Also da wird, verstehst du, da wird so ein diffuses Szenario. Etwas gegen Ausländer. Genau, es wird irgendein diffuses Szenario konstruiert, ja, in dem man dann in der Defensivsituation ist, also im Grunde genommen, wenn ich dich jetzt fragen würde, Ulrich, möchtest du gerne als Rassist bezeichnet werden? Ja, würdest du wahrscheinlich mit Nein antworten. Ne? Wer hätte das gedacht? weißt du, diese Frage hat schon diese komische Abwehr, also was heißt komische, aber die hat schon diese Abwehrkomponente. Mhm. Ja, und dann würde die Verneinung bedeuten, ja, man kann in Deutschland ohne Probleme was gegen Ausländer sagen. Also dem willst du ja auch nicht zustimmen. Verstehst du, da ist irgendwie so viel drin in diesem Satz. Ich persönlich fände es gut und hätte auch das Gefühl, dass man aussagekräftigere Dinge nochmal hinbekäme, wenn man das mal versuchen würde, ein bisschen aufzudröseln und dann bei den Leuten also tatsächlich auch erfragt, ja, worum geht es euch denn komplett, weil ich glaube, es gibt diese komplett diffuse Angst oder Situation, also ich will jetzt kein Verständnis für Leute äußern, die sich rassistisch, ich habe kein Verständnis für Leute, die sich rassistisch äußern, aber ich glaube, da stimmt dann auch, weiß ich nicht, die Hausfrau zu, die irgendwie lauten als nicht deutsch wahrgenommenen Kindern in der U-Bahn sagen will, sie sollen doch mal ein bisschen ruhiger sein, das dann nicht tut, weil sie sich vorstellt, oh mein Gott, dann werde ich ja als Rassist, verstehst du? Also ich krieg das also auch du jetzt nicht glaubst so. Im Ergebnis, dass mit dieser Fragestellung man zu viel Zustimmung produziert. Ja. Also das ist eine zu starke Einladung, da zuzustimmen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wir haben ja auch hier einen gewissen Observer-Bias. Also wir haben ja nun die Friedrich-Ebert-Stiftung beziehungsweise die Universität Bielefeld, die diese Studie wohl durchgeführt hat. Einigen Jahren, das hat ja schon 2012 angefangen, da ging es also schon um die Erosion der Mitte zu Lasten rechter Ideen und das gefragt von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Kann natürlich sein, dass da ein gewisser Bias drin ist. Ne? Achso, du meinst so nach dem Motto, die sehen mehr. Das Ziel ist, also die Hypothese, die man bestätigt haben möchte, ist, dass da natürlich ein Meinungsdiktat von der Bevölkerung wahrgenommen wird, dass das Ganze nach rechts rückt. Okay. Oder dass es halt möglichst plakativ möglichst darstellbar plakativ ist. Darzustellen. Ich glaube allerdings dennoch, dass das sehr beunruhigend ist, ja, das Ganze. Ja, natürlich ist das beunruhigend. Aber ich glaube auch, dass da möglicherweise eine gewisse Kritik an dieser Studie ansetzen könnte. Wie wurde die eigentlich befragt? Also das musst du gerade noch erklären, was du damit meinst. Also telefonisch, online, es gibt so Panel-Befragungen, wo du Leute zusammen und immer wieder befragst. Und Allensbach klingelt an der Tür. Ja, das müssten wir jetzt mal nachschauen. Weil ich finde es eigentlich interessant, weil es schon relativ, also es wirkt so, als wenn die, also die Fragen sind sehr explizit gestellt. Ja. Ne? Es ist jetzt nicht versucht, irgendwie um was unterzumauscheln. Und da haben ja dann
relativ viele Leute anscheinend kein Problem gehabt, das zu beantworten, ja. Was für gute Befragung spricht eigentlich. Computer Assisted Telephone Interviews. Ja, als Erhebungsmodus. Computer Assisted Telephone Interviews. Ja, das ist, da wird dann per Zufall die Telefonnummer generiert. Ja. Ah, okay. Möchten Sie aber es ist schon jemand, der Frage teilnehmen. Aber es ist schon eine echte Stimme, ja, die fragt. Ja, ja. Es ist ein echter Mensch. Und ja. Sagst du ja oder nein? Oder halt Stimme zu, voll zu, nicht zu. Ja. Drücken ja, einige, ja. Vielleicht noch einige ganz interessante Sachen, dass laut dieser Studie Rassismus stark. Hm? Nein, alles gut. Nichts, alles Rassismus gut, alles gut. Hat alles stark? Was? Nein, hat stark. Rassismus stark. Ja, ich dachte gerade irgendwie. Wir hatten auf die Uhr geguckt und festgestellt, dass wir schon seit einer Stunde 40 Minuten podcasten. Hui, hui, heute geht's schnell. Jetzt mal, ja. Was denn? Ja. Wasser. Time flies. Also. Das ist eine Reaktanz, nennt man das in der Psychologie. Ja. Wenn einem Freiheitsverlust droht, dann reagiert man darauf. Das heißt, du setzt mich zeitlich unter Druck. Nee, ich nehme mir besonders viel Zeit. Das wollte ich jetzt gar nicht. Erstens, Antonia hört jetzt schon mal zu. Zweitens ist das der perfekte Moment, wo ich jetzt komplett vom Thema ablenken kann. Wir haben nochmal ein ausführliches Feedback bekommen zu unserem Wunsch, dass wir hier gerne tiefpsychologisch begleitet werden würden. Mit dem Einwand von wegen, ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier wieder Christian Lindner psychologisieren, werden wir ja keine Fachfrau finden, die bereit wäre, eine lebende Person hier live zu analysieren oder so. Wohingegen ich nochmal einwenden würde, darum ging es uns gar nicht. Uns geht es vor allem Ding. Okay, ich muss das jetzt so formulieren, Eugen, dass es... Eugen Drewermann hat auch Märchen tiefenpsychologisch gedeutet, ohne Rotkäppchen jemals begegnet zu sein. Ja, und ich wollte es jetzt auch so formulieren, dass ich nicht mit irgendeiner Gruppe Ärger bekomme aufgrund der Drastik meiner Formulierung. Ich fasse das mal so zusammen. Ulrich und ich, aber auch unsere Gästinnen, wir können alle lesen und schreiben und uns ist das sehr wohl bewusst, dass es da gewisse Regeln dieser Berufszunft gibt. Die waren aber alle nicht, die sollen nicht verletzt werden. Und wenn, dann haut Ulrich die Leute alle aus dem Knast wieder raus. Einziges Problem, es ist nicht strafrechtlich relevant. Das heißt, man kommt dafür auch nicht in den Knast. Ja. Aber in einer Welt, in der das so wäre, würde Ulrich das natürlich machen. Dun, dun, dun. So, Klammer zu. Rassismus. Ulrich, was wolltest du eigentlich sagen? Der Bogen, den du schon spannen wolltest und ich unterbreche dich. Der jetzt zittert, die Sehne zittert. Ja, der Bogen bricht. Aber auch nur, weil du so bärenstark bist. Ja. Ja, Mensch, da soll jemand noch zu diesen Niederungen der Mitte, der sogenannten Mitte-Studie zurückkehren. Man kann, denke ich, von der Studie Verschiedenes halten, aber man kann sie jedenfalls auch nutzen, ein paar Erkenntnisse daraus zu ziehen für das eigene Leben. Und ich ziehe für mein eigenes Leben aus folgendem Umstand Erkenntnisse. Die haben dann natürlich die Antworten auch noch gewichtet nach bestimmten Gruppen, wie zum Beispiel Einkommensgruppen, Bildungsgruppen, Männer, Frauen, Altersgruppen. Ja. Bei Fremdenfeindlichkeit kann man sehen, immerhin 15,2%, wie auch immer die das erreichen, aber in der Gruppe der bis 30-Jährigen 15,2%, in der Gruppe 31 bis 16 19,4% und über bis 60. Bis 60, ja, ja. Richtig. Und über 60 20,1. Also das heißt, je älter, desto rassistisch. Sollte man sich vornehmen, sollte man sich vornehmen, dass man älter wird. Ohne Rassist zu werden. Ohne Rassist zu werden. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit abhängig vom Bildungsniveau. Niedrig, mittel, hoch, Fremdenfeindlichkeit 28, 20, 6,7. Das heißt also, was korreliert? Bildungs, Bildung. Also negativ korreliert Bildungsniveau
mit Fremdenfeindlichkeit. Je gebildet, desto weniger fremdenfeindlich. Das ist korreliert, wissen ja alle, vor allem die Politologinnen unter uns wissen, Korrelation ist noch keine Kausalität, aber dennoch. Das andere ist Einkommensgruppen. Ja, also das finde ich interessant. Je mehr, je schwächer die Einkommensgruppe, desto höher die Fremdenfeindlichkeit. Und zwar signifikanter Unterschied: schwächere Einkommensgruppe 21,8% fremdenfeindlich nach den hiesigen Maßstäben, stärkere Einkommensgruppe 9,7%. Ganz interessant. Warum? Also was sollte man sich überlegen? Man sollte beim Älterwerden aufpassen. Reich und gebildet sein. Geil. Ja, oder geil. So zusammengefasst, finde ich, ne? Ein Foto? Ein Foto von Paris Hilton ist das, glaube ich, mit einem Tanktop. Stop being poor. Ja, genau. Mhm. Ja. Eure Armut kotzt mich an. Also, ja. Also ich finde, da ist so ein bisschen eigentlich die umgekehrte Form. Also nicht, also umgekehrt muss man wohl sagen, dass viel Unzufriedenheit offenbar aus niedrigem Einkommen resultiert. Wer hätte das gedacht? Ja. Aber das hat, also Bildung und Einkommen hat ja auch ist sehr viel miteinander zu tun. Richtig, ja. Also, das Weitere, was ich ganz interessant fand, war, dass sich nach dieser Studie Männer und Frauen in Fremdenfeindlichkeit sehr nah sind. Männer 19,2%, Frauen 18,3%. Da hätte ich also Frauen deutlich bessere Werte zugetraut. Tja, leider. Ja, Antisemitismus klassisch. Auch jeweils 5,1%. Ne? Na klar. Frauen können. Manchmal Frauen dieser Auswertung nach deutlich weniger homophob. Ne? Also ja. Also Männer haben offenbar mit Homosexualität ein weitaus größeres Problem als Frauen. Das kann ich bestätigen. What reason ever? Ja, das kann ich auch bestätigen. Also, ja, also Moment. Das kann ich vor allem von dir bestätigen. Nein, aus eigener Erfahrung, weil mir das irgendwie total egal ist, wie ich mich in der Öffentlichkeit mit Männern verhalte, aufgrund dessen schon mal einige Male für homosexuell gehalten worden bin und das dann irgendwie sehr befremdlich fand, wie da Männer drauf reagierten. Das meinte ich mit, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Nicht, dass es hier wieder Zuschriften gibt, von wegen, wir hätten uns hier als homophob geoutet. Nee, also ich kann das auch in diesem Sinne bestätigen, dass ich also eigentlich praktisch noch nie von Frauen irgendwie so, es ist eklig, gehört habe, aber mich begleitende Männer sehr gerne ausflippen, wenn irgendwo Homosexualität sichtbar wird. Dass die das einem immer so komisch, unter die Nase reiben, das schlimm, ist dann der Spruch. Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Oh, war ja. Lehne völlig ab, immerhin 66%. Lehne überwiegend ab, 10,5%. Wie man bei der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten als Zustimmungswert teils sagen kann, weiß ich nicht. Ne? Also, ja, aber, aber ich muss echt aber sagen, aber Stimme zu, 4,0 und 5,4%. Das klingt natürlich schon mal viel. Ja, aber wir haben schon immer Nazis. Auf der anderen Seite, Normalverteilung. Wow, aber ist das nicht gerade das Schlimme? Nee, also ich finde, ganz ehrlich, ich finde die Frage der Nationalen. Man muss es, Entschuldigung, ganz kurz, ja, man, bitte. Man muss es in der Tat sehr beobachten. Es ist auch noch ekelhaft, aber ich glaube, es wäre der berühmte Bärendienst, woher auch immer diese Bezeichnung kommt, wenn man vor dieser Studie in Alarmismus fällt, was du nicht tust, aber wenn man quasi das Schiff verloren gibt und von Bord geht. Ne? Das hat nämlich auch, also gerade was so eine weitere Erkenntnis fand ich auch noch ganz interessant, die Stabilität von diesen bösen Gefühlen so ein bisschen zu zeigen scheint, ist, was zurückgegangen ist, sind die sehr negativen Einstellungen und Meinungsäußerungen gegenüber Sinti und Roma und auch die antisemitischen. Das hat sich verlagert, ganz offenbar, zu Geflüchteten und Asylbewerbern. Das
es bleibt relativ konstant, also die Scheißgefühle sozusagen sind relativ konstant, die suchen sich immer nur andere Wege. Ja. Ja. Aber ist das nicht gerade das Erschreckende, dass ja, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, die Mehrheit eigentlich der Meinung ist, Demokratie und so ist eine prima Idee und scheinbar nicht in der Lage zur Selbstreflexion ist, dass Teile dessen, was sie so in der Bauchgegend verspüren, nicht zu dieser ersten Aussage passt. Weil ich glaube, das ist, und da würde ich dir zustimmen, Ulrich, das ist das größere Problem, sind eben jetzt nicht die, weiß ich nicht, 4%, die dem Mutterkreuz nachtrauern, die sind auch ein Problem. Aber das drängendere Problem finde ich, die Mehrheit, für die sich rechtspopulistische Äußerungen schon so weit normalisiert haben, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie rechtspopulistisches Zeug von sich geben, teilweise. Mhm. Ja, also, ist problematisch. Wie kriege ich das jetzt ordentlich formuliert? Erstens, ich finde diese Aussage, oh Gott, warum, wenn man nicht das mir nachher noch unterstellt wird, ich werde hier heute Abend der große Nazi-Versteher, aber diese Aussage, ja, es gab auch gute Sachen im Dritten Reich, finde ich wieder so vollkommen unbrauchbar, weil sie so weit gefasst ist, dass du, wenn du das abfragst, im Kopf desjenigen, der da antwortet, nicht, also du findest nicht heraus, was konkret der jetzt meint. Wenn ich mir jetzt aber alleine... Ist das relevant? Harald Schmidt hat mal gesagt, von 33 bis 45 war auch 12-mal Spargelzeit. Genau. Der Punkt, genau. Hilft das weiter? Ja, das hilft weiter, weil das genau mein Punkt ist. Also ich will damit nicht die Leute in Schutz nehmen, die damit Ja antworten, die das toll finden. Aber ich, weißt du, das sehe ich ja bei meiner hier Forschung zu Werner von Braun und V2-Raketen und was da alles es für Reaktionen gab auf meine Veröffentlichung und so. Wenn du der totale Raketenfan bist und der Meinung bist, der falschen Meinung, dass die Raumfahrt in Deutschland mit der V2 startete, und dann wirst du gefragt, es gab auch gute Sachen im Dritten Reich, können Sie dem zustimmen? Und dann denkst du an die V2 und sagst, ja, es gab auch gute Sachen im Dritten Reich. Ja? Will damit sagen, das sind so krass plakative Fragen. Du kannst nicht reingucken, was konkret die Leute, also dann finde ich, müsste es da Anschlussfragen geben im Sinne von, aha, was denn? Nennen Sie doch mal 5 Sachen im Dritten Reich, die gut waren oder irgendwie so oder whatever. Und das ist, und will damit sagen, ja, es ist problematisch, und das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Mhm. Ja, wir erleben, und da stimmt das Wort fiel ja schon, Erosion. Wir erleben seit im Grunde genommen der Bundestagswahl 2013 eine Erosion der Sprache, die nochmal seit 2015, spätestens seit dem berühmten Silvester in Köln, wo irgendwie alle Schleusen geöffnet worden sind, wir erleben eine Erosion der Sprache, die führt zu einer Erosion des Handelns. Die führt auch zu einer Erosion medialer Standards, meiner Meinung nach. Das haben wir in diesem Podcast an anderer Stelle schon ausführlich thematisiert. Und da gebe ich dir recht, Annika, das ist total problematisch. Ja, also ich glaube auch, man muss ja nicht unbedingt die Studie gleich bewerten. Das sind ja teilweise auch kompatible Ansichten zu dieser Studie. Ich habe fast den Eindruck, dass die ein bisschen sehr weit gefasst ist, dass die die haben versucht, zu hoch zu springen. Also das ist so ein bisschen breit möglicherweise, aber vielleicht deshalb ein guter Ausgangspunkt für weitere Studien. Antonia. Ja, ich wollte, mich hat das nämlich alles erinnert an eine... Im Rahmen einer Bachelorarbeit, die wir hier vorstellen. Darüber möchte ich noch nicht nachdenken. Nee, es gibt eine Studie, das habe ich im ersten Semester, wurde uns die gezeigt. Die hat damals Theodor Adorno mit amerikanischen Wissenschaftlern gemacht. Und da ging es um die Frage nach Autorität. Diese F-Skala, hat das schon mal... Nee, habe ich noch nicht gehört. Total interessant, gut. Und...
Geht es jetzt zu weit? Nein, überhaupt nicht. Ich habe hier nur auf dieses Ding geklickt, damit er eine Kapitelmarke ist. Ah, okay. Für mehr Komfort für Hörerinnen und Hörer. Also das heißt die F-Skala 1943. Und wofür steht das F? Entschuldigung, dass ich das... Ich vermute Faschismus. Ah. Weil es geht um Autorität und darüber um Faschismus. Und mit Forscherkollegen in den USA entwickelt worden. Und der Freitag hat das veröffentlicht, so eine angepasste Version davon, aus heutiger Zeit. Und da sind so Fragen wie... Respekt gegenüber Autoritäten ist etwas, das Kindern heute fehlt. Oder es gehört dazu, dass junge Menschen manchmal rebellische Ideen haben. Wenn sie aber erwachsener werden, sollten sie das überwinden. Es ist eine Falle. Sexualstraftaten wie Vergewaltigung oder Pädophilie sollten härter bestraft werden. Mhm. Weder Schwäche noch Schwierigkeiten können denjenigen zurückhalten, der genug Willenskraft hat. Uiuiui. Da sind 20 Fragen. Vertraulichkeit erzeugt Geringschätzung. Ich weiß nicht mehr, was das heißen soll. Das ist, glaube ich, es wird immer Krieg und Konflikte geben. Die Menschen sind halt so. Und da sind manche, die sind expliziter. Manche, die sind nicht so explizit. Ne? Und als ich die das erste Mal beantwortet habe, da soll man sich auch einteilen zwischen... von 1 bis 5 auf einer Skala, wie man zustimmt oder ablehnt. Und manche war mir nicht, man soll dann nicht lesen nachher, was die Erklärung davon ist. Ne? Und bei manchen Fragen, also es gibt zum Beispiel auch so Sachen, wir brauchen wieder Politiker, die... durchgreifen. Ja, wir brauchen wieder charismatische Politiker, die sagen... Und da gibt es durchaus Leute, die sagen, ja, wir bräuchten mal wieder Leute, die ein bisschen irgendwie... Dass man dann an Hitler denkt oder so, ist natürlich das eine Extrem. Aber dass man sagt, wir bräuchten jemanden, der wieder für was steht, so der wieder Politik durchsetzt. Alexandria Ocasio-Cortez. Zum Beispiel. Ja. Aber sowas, das ist eben das Problem. Da stimmen Leute und denken an was ganz anderes als andere. Aber wenn man jetzt sagt, ich stimme dem sehr zu, wir brauchen wieder einen charismatischen Politiker, dann ist man direkt... Genau, Mann. Also es gibt dann diese, welche Punkte man dann hat, wie viele man dann hat. Das Wenigste ist, sie kamen keine Anzeichen von autoritären Charakterzügen. Sie würden wohl eher das Geschlecht wechseln, als Faschist zu werden. Und das schreibt jetzt der Freitag. Ich glaube nicht, dass das... Das hat nicht die Theo geschrieben. Muss man nämlich wieder aufpassen. Habe ich auch gelernt. Das ist tendenziell transfeindlich, zu sagen, sie würden eher das Geschlecht wechseln als... Oh, okay. Das wir haben es jetzt reproduziert. Auch geil, dass wenn man 4,5 bis 5,5 Punkte hat, sie sollten dringend ein Abo der jungen Freiheit oder der jungen Welt bestellen. Okay, das ist natürlich... Sie aber im Dritten Reich... Sehr seriös. Aber im Original ging es, glaube ich, eher darum, ich sage jetzt mal, eine Anfälligkeit... Für Faschismus. Genau. Ja. Und insofern finde ich das gar nicht so falsch, dass bestimmte Dinge, die recht weit gefasst sind, unter diesen Fragen sind, weil es, ich meine, es gibt ja schon einen Grund, warum Faschismus unter Umständen so erfolgreich war, weil es Dinge bedient am Menschen, denen viele Leute zugetan sind, zumindest in Teilen. Und es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, naja, das ist ja diese Demokratiefeindlichkeit, ne? Dass man sagt, oh, das dauert immer alles so lang. Das kann auch das an nicht Europa, mal einer entscheiden? Das muss doch einfach mal einer entscheiden. Und dann denke ich, das ist aber dann halt eine Diktatur. Ne? Kann man, ja, aber das kann man so machen. In Brüssel dauert das alles immer so ewig und so weiter. Das würde ich sagen, das ist zum Beispiel was, wo viele sagen würden, ja. Die Gefahr ist dann halt, wie Leute das bedienen. Ja, es ist ja auch dieser Effekt, es ist alles so schwierig und es ist ja auch alles schwierig. Ja, aber das ist eben Demokratie. Da wollen wir jetzt mal einen haben, der klar sagt, ich habe die Lösung für euch, sie heißt Brexit. Ja. Und das, was du, als psychologischer Laie versuche ich ja die Welt mit den 3 bis 4 Effekten, die ich kenne, zu erklären. Es ist natürlich auch ein bisschen der Barnum-Effekt. Das haben wir ja auch schon länger, ja. Dass du also Dinge so formulierst, dass sie besonders zustimmungsfähig sind. Ne? Ja. Also manchmal fühle ich mich etwas unsicher, werden wahrscheinlich rund 99,9% der Bevölkerung zustimmen. Ja? Oder
Selten, manchmal bis selten. Ja. So sagst du, okay. Ja. Naja, wie dem auch sei. Es gibt noch die Leipziger Autoritarismusstudie, ist auch relativ bekannt. Ja. Weiß ich aber nicht genau, was drinsteht. Müsste man vielleicht mal. Müsste man mal vorbereiten. Müsste man aber dann mal, vielleicht könnte man das mal mit dieser Mitte-Studie so ein bisschen vergleichen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass diese Studien natürlich immer sehr plakative Ergebnisse haben und auch bei dieser Skala, wenn man, oder bei dieser F-Skala, wenn man das jetzt testen würde in der deutschen Bevölkerung, würden wahrscheinlich erschreckend viele mit einem Faschismus hingeneigten Ergebnis Weltbild rauskommen. Und, aber das ist glaube, ja deshalb, ist dann kann man natürlich sagen, ja, okay, die Fragen wurden jetzt auch so und so gestellt, aber es zeigt schon, was für Tendenzen auch in der Gesellschaft noch sind und wie wenig da der Fokus noch drauf ist. Aber da muss ich jetzt aus meiner eigenen politischen Erfahrung einfach sagen und witzigerweise auch aus meiner Erfahrung als Laiendarsteller beim Theater. Ja, ich habe in meiner Jugend, oh Gott. Früher, so bis 2006, als es noch die D-Mark gab, habe ich... da warst du doch gar nicht geboren. Als die, genau, als ich noch nicht geboren war. Und was ich so überraschend fand, war, dass tatsächlich Theater die beste Vorbereitung war auf Politik. Und zwar unter dem Aspekt, ich nenne das immer so Crowd Control, ja. Und ich erinnere mich noch sehr gut mal an eine Rede, die ich 2010 beim Bundesparteitag der Piratenpartei vor ungefähr 1000 Leuten gehalten habe. Die Rede war gar nicht so gut, aber verfing bei den Leuten, die dann auch applaudiert haben und so. Und dann kommt man auch rein. Und ich muss sagen, es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, wie einfach es ist, bei einer Gruppe von Menschen, die da vor einem sitzt, rhetorisch auf die Knöpfe zu drücken, dass sie dann vollkommen austicken. Also will sagen, ich glaube, Menschen sind von ihrer Grundveranlagung her, so wie unser soziales Miteinander funktioniert, so wie Menschen in der Gruppe funktionieren, ist es wirklich relativ einfach, sie für auch sehr grenzwertige Aussagen im Zweifelsfall zu begeistern, wenn die Verpackung stimmt. Ja. Ne? Und das haben die Faschos tendenziell sehr gut hinbekommen. Und das ist wirklich sehr interessant. Und macht natürlich die Leute nicht alle sofort zu richtig krassen NSU-Kriegern, aber zeigt einfach, dass es in der Gesellschaft so ein Potenzial gibt. Umso trauriger ist es, dass es eben die großen Parteien nicht mehr schaffen, insbesondere die SPD, Leute einfach politisch abzuholen, ihnen den politischen Prozess irgendwie zu erklären. Und das ist eine Frage, die mir auch eben schon mal kam, dass wir auch gesagt haben, vor allem die SPD kriegt es nicht mehr hin, die Leute abzuholen. Deswegen wandern die jetzt zu so rechten Randparteien ab. Ist die Frage, bis wohin ist denn eine, ich sage jetzt mal, der demokratischen Grundordnung verpflichtete Partei in der Pflicht, bestimmte Wähler noch abzuholen? Und wie? Der Witz ist, du holst die rechten Wähler ja nicht dadurch ab, dass du AfD-Politik machst, siehst du daran, dass das nicht zielsicher in der Schweiz, in Österreich und auch in Deutschland dazu geführt hat, dass hier diese rechten Parteien einfach gestärkt wurden und salonfähig gemacht wurden, weil dieser Faschoscheiß eben nicht mehr tabuisiert wird und gesellschaftlich ausgegrenzt wird, weil er nicht mehr mit einem Stigma belegt ist, sondern weil du halt in der Zeit unsere Freundin Mariam Lau kein Podcast vergeht, ohne dass wir sie erwähnen, auf einmal fragen kannst, oder soll man es sein lassen? Sondern du holst sie eben damit ab, Rückgriff auf das, was ich eben mit den Kohlekumpels gesagt habe, du musst sie mit einer Sozialpolitik abholen und dann auch nicht mit einer Sozialpolitik, die gegen irgendwie Ausländer geht, sondern mit einer Sozialpolitik, wo du eben das Gefühl hast, ah, okay, wir leben in einem Sozialstaat,
wenn ich mal arbeitslos bin, dann kümmert sich der Staat mit mir. Und wenn du aber dieses neoliberale Programm abfährst, was wir im Grunde genommen seit Mitte der 80er Jahre in Deutschland und Europa abfahren, die sozialen Sicherungssysteme irgendwie zerbröseln, die das System irgendwie zerbröselt, wo auch noch, gibt es so ein Klammer auf, es gibt so ein schönes Museum hier von Schering, das ist jetzt Bayer, aber Schering, die erste Pharmafirma, die eine Antibabypille auf den Markt gebracht hat. Ja, und dann gibt es dann so Schaukästen im Firmenmuseum, die Schallplatte der Fußballwerksmannschaft oder irgendwie so. Ne? Und hier Fotos, der Fotoband vom Betriebsausflug nach, weiß ich nicht, irgendwo Rimini. Nach oder Pora. So. Ja, früher haben auch, so, will damit sagen, diese ganzen sozialen Dinge, die früher mal Gesellschaft im Kapitalismus zusammenhielten, wurden abgeschafft und dafür hat man noch 5 Schippen mehr Kapitalismus draufgelegt. Und, hatte ich vorhin gesagt, mit den jungen Leuten, denen schon beigebracht wird, wir müssen alle gegeneinander sein, ja. Das sickert halt durch die gesamte Gesellschaft durch. Und das Schlimme ist, und das merke ich ja als Genosse selbst, dass die SPD mittlerweile einfach so unglaubwürdig geworden ist, bei diesen ganzen Sozialthemen, dass man es ihnen auch einfach nicht mehr glaubt. Schöne Tautologie, das ist die Definition von unglaubwürdig. Aber ich meine, die SPD plakatiert für einen europäischen Mindestlohn. Und ich denke mir, oh mein Gott, wenn ihr bei Sozialpolitik so erfolgreich in Europa seid wie in Deutschland, dann lasst es besser sein. Ja? So, da, also, verstehst du? Ich denke mir so, ey, weißt du, die in Deutschland mit Arbeitslosengeld 2, mit der Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit, dass man quasi die Firmen da aus der Verantwortung rausnimmt, etwas gegen Arbeitslosigkeit zu tun und so, mit diesem ganzen Zeug, was hier gelaufen ist, sich dann hinzustellen und zu sagen, ein europäischer Mindestlohn, wo die Leute ja hier schon nicht mehr wissen, wo sie mit ihren 8,97 Euro, die es jetzt Mindestlohn gibt, wo sie da am Ende des Monats mit ihren Mindestlohnmilliarden hin sollen. Das Schlimme ist, ich kann die Leute zumindest emotional verstehen, die dann sagen, naja, dann mach ich besser einen Denkzettel, weil dann die da oben, die scharren sich verstehen, das doch ja, alles zu. Aber wir raten zu. Natürlich ab. Nö, ich rate davon nur, ab, aber das Witzige ist, ich kann nicht seriös irgendeine andere Partei empfehlen, wo ich sagen würde, ey, wenn ihr die wählt, dann wird's besser. Wenn ihr die wählt, dann gibt's diese ganze neoliberale Scheiße die nicht mehr. Was? Die Grünen. Naja, ist ja auch nur eine Empfehlung. aber bei dem Punkt würde ich auch in der Tat gerne ansetzen. Also zum Erstens, wo du jetzt das gerade gesagt hast, stellt sich ja wirklich die Frage, europäischer Mindestlohn, wen sollen das eigentlich abholen hier in Deutschland? Also soll mich als Mindestlohn, also einen hier Lebenden als Mindestlohn Abhängigen sozusagen, ja. Der eine in seiner Arbeit als Paketzusteller darauf angewiesen ist, dass ihm ein fairer Mindestlohn gewährt wird, soll den das abholen, dass jetzt die SPD dafür wirbt, dass das also von Helsinki bis Sevilla einen europäischen Mindestlohn gibt? Nein, das ist wahrscheinlich auch eine ausgrenzende Forderung, dass nämlich der Mindestlohn nach Möglichkeit überall gleich ist, damit jetzt hier nicht noch einer nach Deutschland kommt und vom Mindestlohn, weiß ich nicht. Wäre Schmarotzen. Zu Schmarotzen. Ja, also das Sozialschmarotzer. Ich habe den Verdacht, dass das der mit dem europäischen Mindestlohn jedenfalls nicht unerwünschte Subtext ist. Ansonsten weiß ich nämlich nicht, wen man hier mit einem europäischen Mindestlohn hinterm Ofen hervorlocken möchte. Was generell so ein bisschen auch das Problem der SPD von der Themensetzung her, Solidarität ist halt schwer zu verkaufen in einer neoliberal geprägten Gesellschaft, oder? Naja, insbesondere in einer Gesellschaft, wo du in den letzten 20 Jahren mit deiner Politik dazu beigetragen hast, dass die Solidarität in der Gesellschaft sukzessive überall abgebaut wird. Also ja. Ich glaube, das wird ja
habe ich bestimmt in diesem Podcast schon mal gesagt, aber noch nicht in dieser Folge. Es wird ja oft nicht gesehen, dass das der große Paradigmenwechsel der Harzreform war. Mhm. Vor den Harzreformen, Gerhard Schröder 1998 war der letzte Bundeskanzler, der mit einer Aussage bezüglich, also mit einer konkreten Aussage bezüglich der Arbeitslosigkeit in die Wahl gegangen ist. Der hat gesagt, ich werde in den ersten 4 Jahren meiner Kanzlerschaft die Arbeitslosigkeit, die in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, 4 Millionen Einwohnerinnen betraf, ich werde die Arbeitslosigkeit in den ersten 4 Jahren halbieren. Und das ist nicht gelungen. Und dann hat man einfach das, dann hat man einfach heutzutage, würde man sagen, Framing. Man hat das Framing geändert, ganz ohne Framing-Manual. Mhm. Ja, hat das Framing geändert und hat halt gesagt, ja, die Arbeitslosen, die arbeitslos sind, das hat nichts mehr mit der Wirtschaft zu tun, das hat nichts mit der Politik zu tun, die irgendwie nicht in der Lage ist, Bedingungen zu schaffen, in denen es Arbeit gibt, sondern die wollen ja nicht. Die müssen sanktioniert werden. Denen muss mal das Geld gekürzt werden, damit die wieder arbeiten wollen. Dass es überhaupt gar keine Arbeit auf dem Arbeitsmarkt gab, wurde ausgeblendet. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf in Deutschland, dass seit 2000 die Produktivitätsgewinne der Unternehmen von der Lohnentwicklung entkoppelt sind. In allen anderen europäischen Ländern sind in der gleichen Zeit die Löhne extrem gestiegen. Deutschland, das Billiglohnland Europas. Und durch diesen Billiglohn zerkloppen wir, haben wir gleichzeitig noch den Euro zerkloppt. Ja, und also Multitasking läuft, ne? Multitasking läuft. Es gibt eben auch einige Bereiche im Gesundheitssektor ist es, glaube ich, sehr gut sichtbar, in dem so eine Scheinoptimierung stattfindet, die dazu führt, dass also nun wirklich alles auf Produktivität getrimmt wird und darüber dann andere Aspekte des Lebens, die es ja auch gibt, neben der Produktivität vernachlässigt werden. Ja, ich kann deshalb würde ich nochmal gerne so auf diesen Korrelation zurückkommen, dass Fremdenfeindlichkeit, jedenfalls nach der Mitte-Studie, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus abnehmen mit höherem Einkommen. Das ist natürlich nur begrenzt. Das würde ich noch mal etwas genauer hier eingrenzen. Da sind, also das ist begrenzt, wahrscheinlich steigt das nicht proportional ins Unendliche, dass also der Milliardär ganz besonders aufgeschlossen gegenüber fremden Kulturen. Dann kann die AfD ein Lied von singen, von ihren Milliardären, die auf ja. die fremden Kulturen also, nicht so aber aufgeschlossen. Aber man hat hier Friedrich Ebert mäßig hat man schwächere, mittlere und stärkere Einkommen genommen und hat als stärkere Einkommen diejenigen, die über 150% des Äquivalenzeinkommens haben. Äquivalenzeinkommen, wie ich gerade Wikipedia, wie ich schon immer wusste und Wikipedia gerade noch entnommen habe, das ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Und was will ich damit sagen, dass also eine, ich will nicht sagen, Geld macht glücklich, aber ich will sagen, dass einigermaßen entspannte Lebensverhältnisse freundlich machen, glaube ich. Ja. Und das ist in dein in meiner Tierstufe. Wobei dazu auch interessant ist. Und das ist natürlich recht politik-soziologisch sehr interessant. Das ist mein Cue. Nee, aber das auch oft eine, gut, in dem Fall ist es ja wirklich nach Einkommen, was ist ein gutes Einkommen, mittleres Einkommen, aber oft wird diese Situation, in der man sich befindet, als schlechter wahrgenommen, als sie ist. Also es gibt diese Befragung, wo Leute sagen, wie stehen sie wirtschaftlich da? Und die sagen immer alle ganz schrecklich und dabei haben sie ein mittelgutes Einkommen. Mhm. Ne? Also diese Selbsteinschätzung und dann auch daran anknüpfend, was man anderen Menschen dadurch gönnt und nicht gönnt, ja, weicht auch stark von der Realität ab. Was natürlich, ich meine, trotzdem kann sich jemand, obwohl er statistisch gesehen ein gutes Einkommen hat, von der Politik vernachlässigt fühlen, aus verschiedenen Gründen. Das ja, aber ja, trotzdem. Also, ich würde mich missverstanden fühlen, wenn ich das als Allheilmittel ansehen würde.
Es würde mich auch sehr interessieren, wie das im kulturellen Vergleich ist, ob eigentlich die Unzufriedenheit in unserem schönen Land ganz besonders hoch ist. Ich habe manchmal subjektiv, also quelle ich den Eindruck, dass die Stimmung einfach hier schlechter ist. Die Allmanns sind bei das wird doch letztens veröffentlicht, glücklichste Länder der Welt. Bedingungen, da waren wir nicht dabei. Stimmung, 17 oder sowas sind. Ja, also bei so weit oben. Wirklich ach, das kann ich sehr wir guten Bedingungen für die meisten, die Stimmung sehr schlecht ist. Aber ich nehme mir vor, weiter an diesem Aspekt, also das auch zu einem nicht unbedeutenden Aspekt in meinem Denken und Handeln zu machen. Achtung, Breaking News. Je schlechter die Stimmung, desto böser sind die Menschen. Ja, natürlich. Je unzufriedener ich bin, desto weniger gönne ich anderen. Ja. Verständlich. Ja, aber ja, ist ja das Konzept von Solidarität, dass alle davon profitieren. Man darf da auch, wir sind, glaube ich, alle Bessies, ne? Jo. Ich denke nicht mehr in diesen Kategorien. Ja, lieber okay. Christopher. Junge Generation. Altersbedingt weiß ich nicht mal, wovon du gerade redest. Die feine Frau Görn weiß altersbedingt. Wessi, was ist das für ein Wort? Moment, ich mache Google Translate an. Nein, worauf ich hinaus will, ist nochmal eine ostdeutsche Perspektive, die mir aus familiären Zusammenhängen glücklicherweise nicht fremd ist. Ich glaube, da ist auch echt ganz oft noch dieses Ding drin, dass diese Flüchtlingserfahrung oder Geflüchteten-Erfahrung in Ostdeutschland tatsächlich gemacht worden sind. Zumindest, ne, man kommt hier irgendwie in ein neues Land und wird dann irgendwie anders behandelt oder komisch behandelt. Und ich glaube, da ist oft dieses Ding drinne, was so auch witzigerweise bei Migranten, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, dass die AfD bei Migranten ja auch relativ beliebt ist, die dann so kommen mit, mir hat hier auch keiner geholfen, warum wird denen jetzt geholfen? Und die mit ihrer Wendeerfahrung, die in vielen Fällen nicht so besonders prickelnd war, wir mussten uns ja auch irgendwie durchschlagen und die kriegen, so, worauf will ich hinaus? Weiteres Indiz dafür, bei gesellschaftlichen Spannungen, bei gesellschaftlichen Schichten, die gegeneinander ausgespielt werden, je beschissener die Leute drauf sind, desto weniger gönnen sie den anderen. Ja, auch. Und da gibt's, kann man mit der Mitte-Studie... Antonia wollte, glaube ich, was sagen. Entschuldigung. Nur ganz kurz dazu, ja. Das erinnert mich immer mehr an diese amerikanische Mentalität, die ja auch so American Dream, jeder kann es schaffen, aber halt aus eigener Kraft. Und wer es nicht schafft, ist selber schuld. Genau. Der kann Millionär und wenn ich es geschafft habe, dann gibt es da ganz sicher einen Grund, dass ein anderer es nicht geschafft hat und dann muss auch nicht geholfen werden. Und wir sind noch nicht so weit, weil wir noch ganz viele Systeme haben, die das verhindern, Krankenversicherung, Sozialversicherung, alle Sachen. Ja. Aber wir steuern da langsam irgendwie hin, habe ich das Gefühl. Ja. Und deshalb muss man einfach dafür dafür sorgen, deswegen, dass es den Leuten besser geht, dann ist auch die Stimmung besser. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen verkürzt. Ich kann das aber auch noch belegen anhand der Mitte-Studie. Wir sprachen drüber. Der Bogen wird also wieder ein sehr alarmierender Wert, wie ich finde, ist, bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein. Dieser Aussage stimmen rund 60% überhaupt nicht oder eher nicht zu. Also er sollte offenbar lieber nicht großzügig sein da. Das ist das eine. Und das andere ist, warum ist die AfD gerade unter Geflüchteten so beliebt, also unter etwas früher Geflüchteten. Wer irgendwo neu ist, sollte sich erstmal mit weniger zufrieden geben. Ja. Eher zu, voll und ganz zu, wiederum rund 50%, die zustimmen. Also das ist schon, das ist nicht entspannt. Ne? Das ist so sozial irgendwie etwas unentspannt. Ja, aber das ist hingegen so natürlich auch demjenigen, der hat, fällt es natürlich irgendwie, ja, demjenigen, der hat, fällt es leichter, großzügig zu sein. Es ist allerdings teilweise auch eine Gratis-Großzügigkeit. Ne? Also, ja. Dass wir in einigermaßen gefestigten Verhältnissen
großzügig sind, wenn Flüchtlinge kommen, okay, ich meine, kostet mich ja nichts. Ne? Also, ja, nimmt mir. Also zum Beispiel ein Indiz ist auch so, je homogener eine Gesellschaft ist, desto leichter fällt es einem auch eben solidarisch zu sein. Und zum Beispiel, was Einwanderungsländer eben mit sich tragen, und da wird Deutschland ja inzwischen auch dazu gezählt als Einwanderungsland, ist, dass die Gesellschaft eben immer heterogener wird. Und Länder wie Dänemark, Schweden, die sind eben in ihrer Verteilung gesellschaftlich homogener, glaube ich. Das jetzt auch. Ja, das ja, vor allem, weiß ich nicht, so ein Land wie Norwegen oder so, ne, ist jetzt natürlich auch conventional wisdom, aber mit den paar Millionen Einwohnern und dem Geld, was ihnen dann zur Verfügung steht, da sehen dann ja viele Probleme auch nochmal anders aus. Also ich will damit auch nicht sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Gesellschaft homogener wird, sondern einfach nur, dass das bestimmte Phänomene erklärt. Ja, aber es ist jedenfalls auch, oder Probleme, die entstehen. Es ist jedenfalls auch ein Ansatz, vielleicht auch mal ein Ansatz, das nicht ausschließlich vom Umverteilungsaspekt her zu sehen, sondern schon gleich vom Verteilungsaspekt, nämlich da anzusetzen, denn das wird dann auch mehr Zufriedenheit, mehr Lebenszufriedenheit und damit weniger Ausländerfeindlichkeit ergeben, wenn man schon bei der Verteilung ansetzt und nicht erst eine Umverteilung herbeiführt. Ja. So, Punkt. Schönes Schlusswort. Ich würde, bevor wir das jetzt ganz beenden, weil du diese schöne Frage gestellt hast, mit dem sollte Deutschland bei Asylbewerbern großzügiger sein, da würde ich gerne noch auf den BAMF-Skandal ganz kurz, bevor wir das hier beenden, würde ich, weil mir das ist mir ganz wichtig, das nochmal wenigstens einmal gesagt zu haben, dann können wir auch Schluss machen. Aber dieser berühmte BAMF-Skandal, wir podcasteten im letzten Jahr darüber, haben uns damals schon gefragt, was ist eigentlich das Problem? Wir erinnern uns einer Leiterin dort, nee, die Leiterin sogar, die Jutta Korb war die Leiterin des BAMFs, oder? Nee, die war die Leiterin des BAMFs in Bremen. Die musste zurücktreten. Ihr wurden schlimme, auch strafrechtlich relevante Dinge vorgeworfen. Die Verfahren laufen auch noch. Verfahren laufen. Und die Taz hatte jetzt noch mal drüber geschrieben von den. Also ganz am Anfang hieß es ja, glaube ich, okay, da sollen irgendwie alle Fälle, da war irgendwas gemauschelt und da wurden die mit Bussen hingefahren und so weiter und so fort. Mittlerweile, dann waren es irgendwann 1200 Asylbetrugsfälle, in Anführungszeichen, sogenannte Asylbetrugsfälle. Im August waren es nur noch 165 und mittlerweile, also Stand letzte Woche vor 3 Tagen, 24.04., sind es noch 50. Hoppala. Hoppla. Verdachtsfälle. Das ist noch Fall rechtskräftig, ist noch in keinem Fall eine Aufhebung eines positiven Bescheides rechtskräftig geworden. Überall läuft es noch. Und wahrscheinlich wird es irgendwie in der Hälfte der Fälle wird gesagt, ja, ich habe es noch mal angeguckt, war wohl rechtswidrig, dieser Bescheid war falsch. Und in der anderen Hälfte würde man sagen, nö, das ging schon. Und also, zumal ja auch jetzt nicht gesagt, wird so eine Zahl im Bereich von 20 wird übrig bleiben. Da muss man noch mal konstatieren, hat sich die Bundesrepublik Deutschland dann doch in diesem Sommer letzten Jahres mit den wichtigen Themen beschäftigt. Ja, und das daran wäre ja fast mittelbar jedenfalls die aktuelle Regierung zerbrochen. Aha. Auch wenn man das vielleicht nicht so schlimm fände, wenn die zerbrochen wäre. Aber wenn man sich überlegt, was die alte. Anyway, und also Riesentheater und irgendwie der Rechtsstaat war so gut wie tot nach Auffassung des einen oder anderen. Kannst dich noch erinnern, Ulrich, es waren harte Wochen. Ja. Es waren harte Wochen ohne Rechts. Und ohne Rechtsstaat. Es ist so. Krieg auf den Straßen. War. Boris Amthor, stimmt, hier, nee, heißt ja Boris? Philipp. Ich sag Philipp. Boris Amthor. Baris. Und Boris Philipp, ist der von Bibi Blocksberg. Philipp Palmer, meinst du? Jetzt hör auf, ich glaube, du denkst zu Hänsel. Nee, ich denke an Philipp. Ich denke an komische Männer mit komischen Positionen zum Thema Migration. Nein, aber der hatte ja damals auch sogar einen Untersuchungsausschuss gefordert. Ja. Ja, der hätte ja natürlich. Weil du jetzt sagtest, du hingst da viel im Bundestag rum.
Philipp Amthor hat einen Untersuchungsausschuss. Philipp Amthor hatte damals, war einem Untersuchungsausschuss nicht abgenommen. Genau, und die Grünen wollten das damals, glaube ich, zum Beispiel nicht, weil die gesagt haben, das verzögert das alles wahnsinnig und bringt letzten Endes also wenig. Und es sieht die bundesweite Quote laut Taz von Widerrufen in diesen Verfahren, wahrscheinlich Asylverfahren, liegt die bundesweite Quote von Widerrufen bei rund 1,2%, in Bremen bei 0,9%. Scharf. Ja. Ja, oh, also. Mann. Dann hätten wir da wenigstens noch einmal drauf hingewiesen. Ich finde es einfach sehr bemerkenswert. Vielleicht können wir uns an anderer Stelle nochmal damit auseinandersetzen. Wir haben jetzt fast 2,5 Stunden gepodcastet. Caramba. Auweia. Und ich glaube, jetzt ist auch gut, ne? Oder? Sind wir uns da einig? Ich glaube, wir haben die Probleme der Welt für heute gelöst. Ja, sonst, nicht gelöst, also wer meint, es sei noch nicht genug, kann ja alleine weiter podcasten. Ja, genau. Wir laden ein zum Selbstgespräch. Ich habe es ja auch alleine geschafft. Ja. Dann kannst du auch alleine podcasten. So, dann gehe ich mal jetzt dazu über, hier die Schlussformeln zu sprechen, wie in so einer Messe. Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Neuzugang, Antonia. Sehr gerne. Kommst war mir eine du, komm, Freude. Jetzt kommt die Frage, das ist ein bisschen wie beim Bachelor. Kommst du, ich guck sowas nicht, aber ich frage jetzt im Stil der Friedrich-Ebert-Stiftung, könnten Sie sich vorstellen, auf einer Skala von 1 bis 5, könnten Sie sich vorstellen, nochmal hier Gästin zu sein, um mit uns gemeinsam zu podcasten? Stimme voll und ganz zu. Wow. Obwohl auch teils-teils möglich gewesen wäre. Wäre auch teils-teils möglich gewesen. So, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war mit Sicherheit nicht einfach, Annika, diese Mitte-Studie durchzugehen und sich diese schlimmen Fragen durchzulesen und die noch schlimmeren Antworten. Es gibt Sachen, die sind mehr Fun als das, ja. Es gibt, stimmt. Die bocken mehr. Vergnügungssteuerpflichtig war es wohl nicht. Genau, ich bedanke so, jetzt mich noch. Also wirklich sehr, liebe Annika. Und ich glaube, du würdest auch noch mal kommen? Ja, ich glaube, es könnte man einrichten. Können wir einrichten? Sehr gut. Ulrich, du musst kommen. Dein Name ist im Podcast mit drin. Ja. Ja. Komm auch oder, gerne oder, wieder. Oder es gibt so Programme von Adobe, wo man mittlerweile so Stimmen so gut synthetisieren kann, dass man, das sind die sogenannten Deepfakes, da müssen wir ein anderes Mal drüber reden. Ja. Und ich bedanke mich natürlich auch bei mir. Wie gesagt, Bescheidenheit wird in diesem Podcast sehr groß geschrieben. Und ich freue mich darüber, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt, was ja für euch einfach ist, weil das Medium-Podcast ermöglicht es euch, diesen Podcast in Stücken zu hören, was dadurch unterstützt wird, dass ich hier Kapitelmarken reinmache. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, nehmt euch doch die Zeit, zum Beispiel noch auf iTunes eine positive Bewertung zu hinterlassen. Nehmt euch die Zeit, insbesondere das euren Freundinnen und Freunden, euren Bekannten zu empfehlen. Dieser Podcast hat auch einen Twitter-Account, auf den ich in diesem Podcast noch nie hingewiesen habe. Er heißt @lauerundwena. Ihr findet ihn auch verlinkt auf der Webseite www.lauerundwena.de. Und das war's, glaube ich. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Lauer und Wena gegen den Wahnsinn in der Welt. Und damit entlasse ich euch in eine wunderschöne Woche. Macht es gut, seid nett zueinander. Bis zur Europawahl dann. Bis zur Europawahl. Ja, bis zur Europawahl. Geht wählen. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Auf Wiederhören.